Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 264. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo und Tag, ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, wir haben eine Sendung, die wieder mal randvoll ist mit Informationen. Und wir haben ein super Thema mit dem Butler. Da werden wir uns um die Figur des Faust kümmern in der heutigen Episode. Und wir haben dann noch einen riesen Bonusteil hinten dran. Erneut sind wir eingeladen worden an einem Premieren-Event für ein neues Europa-Hörspiel-Produkt teilzunehmen. Das heißt Hide Away, eine 10-teilige Serie, ein Psychothriller dieses Mal. Und da haben wir dann mit der Showrunnerin und dem Autoren ein Interview geführt. Und ihr könnt 5 Boxen dieses Hörspiel 10-Teilers gewinnen. Das dann am Ende der Sendung als Bonus obendrauf. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ganz normal weiter mit der Sendung. Genau. Die Story der Woche. In der Story geht es heute um das Gegenteil eines Déjà-vu-Erlebnisses. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen sowas schon mal gehabt habt. Ich glaube, ich hatte so einen leichten Anflug eines Déjà-vus schon mal. Und heute geht es darum, ob es auch das genaue Gegenteil davon gibt. Und zwar unter der Bezeichnung Jamais-vu, also noch nie gesehen. Und das wäre dann also ein Erlebnis, wo man eines Morgens zum Beispiel aufwacht und eine Person oder einen Ort, den man eigentlich gut kennen müsste, nicht mehr kennt. Und das ist ja auch ein sehr, sehr gruseliges Ereignis. Und jetzt ist die Frage, gibt es das wirklich als Gegenteil von Déjà-vu, was auch bei Personen auftauchen kann oder auftreten kann, die keine Demenzerkrankung haben, also bei mehr oder weniger gesunden Personen. Gibt es das Jamais-vu oder gibt es das nicht? Gehört habe ich das schon mal. Bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt am Ende der Sendung. Thema der Woche. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, Mirko Gudja, der Butler, ist mal wieder bei uns zu Gast, will auch gar nicht lange davor sprechen. Alexa hatte die Idee, lass uns mal über Faust, über die Sagengestalt und dann auch über historische oder im Zweifelsfall sogar archäologische Beweise für die Existenz des Faust sprechen. Und da gibt es natürlich dann im Grunde genommen nur einen Kandidaten, mit dem man das gut machen kann, das ist Mirko Gudja. Und deswegen schalte ich mal gleich rüber in unser Gespräch, was wir geführt haben. Ja, Zeit ist ja sowieso so sehr beliebig geworden, aber mal wieder, und darüber freuen wir uns sehr zu Gast, Mirko Gudja, der Butler. Hallo Mirko. Hallo nach Hamburg. Ja, genau. Hallo nach Leipzig an der Stelle, ne? Da sitzt du jetzt gerade. Oh ja, genau, mitten im Geschehen sozusagen. Mitten im Geschehen, ja gut, aber hoffentlich im Auge des Sturms. Ja, genau, also ich auch nicht in irgendwelchen Demos unterwegs gewesen. Gut. Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin weiß, wenn wir Mirko zu Gast haben, dann wird es historisch, um nicht zu sagen archäologisch. Aber heute setzen wir nochmal einen drauf, weil meine liebe Frau sich dieses Thema ausgedacht hat und gesagt hat, darüber müssen wir mit Mirko reden, denn wir werden ja sogar fast noch ein bisschen literarisch. Und sagenhaft. Und sagenhaft. Das ist quasi das Ü-Ei des Podcasts, was wir hier heute machen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du dabei bist, Mirko, weil du bist, glaube ich, der Einzige, mit dem wir das jetzt spontan gut und verlässlich machen können. Wir wollen nämlich sprechen über Dr. Faust, und da sagt der andere, ist Goethe Faust? Ja, Goethe Faust, aber es gibt Hinweise darauf, dass es tatsächlich einen echten Dr. Faust gegeben hat.
so wenn ich das alles richtig verstanden habe, Miro, oder? Das ist richtig. Zumindest gibt es einige Quellen, die darauf hinweisen, dass es vielleicht so eine Person diesen Namens gegeben haben könnte, müsste, sollte. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen anders an, denn wenn man sich so die ganzen Sagenstoffe anguckt, gerade Goethes Faust oder Philipp Marlowe, dann ist das Ganze natürlich schon sehr überfrachtet mit sagenhaften Bezügen. Man würde erstmal denken, dass keine reale Gestalt dahinter. Guckt man aber doch mal ein bisschen tiefer, merkt man zum einen, dass da natürlich Dinge drinstecken, die viel, viel älter sind. Also natürlich die Idee des Teufelsbündners, das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich bin selber beim Studium auf eine schöne Gestalt hingewiesen worden, von der ersten deutschen Dichterin des Mittelalters, die Roswit von Gandersheim, die war jetzt im 10. Jahrhundert, also bereits angefangen hat, Dramen zu schreiben, die erste quasi, die nach der Antike wieder Dramen geschrieben hat. Und die hat sich neben anderen vielen Stoffen, hat sie sich eben auch einen Fauststoff quasi gesucht. Da heißt er natürlich noch nicht Faust, sondern der heißt Theophilus. Und dieser Theophilus hat aber so ein gewisses Leben, das sehr ähnlich ist wie das wir sonst aus Goethes Faust kennen. Also wir kennen da einen Menschen, der ist unzufrieden mit seinem Leben, weil er eigentlich eine Stelle kriegen soll, die ein anderer aber ihm wegschnappt, will eigentlich Bischof werden und das macht ein anderer und dann beschließt er sich mit dem Teufel zu verbünden, um dann doch wieder aufzusteigen und stellt aber fest, dass das alles nicht so gut, diese neuen Kräfte zu haben und wird dann reuig und schließlich wird er dann gerettet durch den Einspruch der Gottesmutter Maria, weil sonst würde seine Seele ja vom Teufel geholt werden. Es gibt auch schon den Vertrag mit dem Teufel, der mit Blut unterschrieben werden muss und sowas, was wir dann später im Sagenstoff finden. Also das ist alles relativ alt, aber es gibt tatsächlich eine Person, die quasi unter diesen ganzen Sagenstoffen möglicherweise verborgen liegt. Zumindest wenn man diversen Quellen glaubt, das fängt damit an, dass in den Quellen gerade 1506 ein Abt namens Johannes Trithemius schreibt an einen Freund. Der war Abt von Sponheim und eigentlich so einer der großen ersten Humanisten, wenn man so will, der Reformationszeit, der Renaissance, berühmt dafür, dass er eine riesige Bibliothek gehabt hat. Riesig bedeutet in der Zeit 2000 Bücher. Das war aber gigantisch für die damalige Zeit und war also bei seinen vielen Zeitgenossen dafür berühmt, dass er ein großer Gelehrter war. Der hat sich unter anderem auch mit Geheimschriften und Ähnlichem beschäftigt. Also erstes Werk, glaube ich, auch über die Kryptographie geschrieben. Und der muss sich dann irgendwann mal verwahren gegen die Gerüchte, er sei ja quasi auch irgendwie mit Geheimschriften zu tun haben, irgendwie so eine komische Gestalt, vielleicht wäre er auch mit dem Teufel im Bunde. Und fängt dann quasi auch sich an zu verteidigen, sagt, nee, ich bin das nicht, aber es gibt natürlich Leute, die das machen. Unter anderem verweist er da auf einen gewissen Georg Sabellicus, genannt Faust der Jüngere. Also hat er quasi wie so eine Visitenkarte von ihm gehört, sagt er, ja, da gibt es einen, der sagt, sei Magister Georg Sabellicus, Faust der Jüngere, Quelle der Nekromanten, Astrologe, zweiter Magier, Handleser, Wahrsage durch Erde und Feuer und Wahrsagekunst durch Wasser der Zweite. Also da gibt es eine längere Geschichte, wie er das berichtet, also seinem Gesprächspartner, was er da quasi erlebt hat. Er war nämlich in der Nähe von Gelnhausen gewesen und in einer Herberge berichtet man ihm, sei dieser gewisse Faust, der diese Visitenkarte offenbar irgendwie rumgereicht hat. Und den wollte er unbedingt treffen und sagt, naja, lass mal gucken, was das für eine Gestalt ist. Aber als der gehört hat, dass Trithemius im Anrücken war, sei der geflohen. Wahrscheinlich, weil Trithemius mit seinem großen Wissen ihn wahrscheinlich relativ schnell entlarvt hätte. Sehr schön. Jetzt haben wir aber interessant gerade die beiden Punkte. Ich will das nochmal gerade unterstreichen. Du hast gesagt, die erste Sagenfigur oder fiktive Figur aus der Dichtung ist schon um das Jahrtausend rum so. Und dann der erste Beleg dafür, dass es so jemanden wie einen Faust gegeben hat, dann niedergelegt als reale Person 1500
Anfang des 16. Jahrhunderts. Genau. Da liegen ja auch schon 500 Jahre dazwischen. Genau, es gab natürlich auch zwischendurch schon Gestalten, die man als Teufelsbündner gesehen hat. Das muss man vielleicht noch vorher rausschicken. Wir sind natürlich auch gerade in einer Zeit, wo wir schon einige Jahrhunderte Ketzerverfolgung hatten. Gerade die Ketzer wurde nachgesagt, im Teufelbunde zu stehen, sich in geheimen Ketzer-Sabbaten zu treffen. Das klingt dann auch vertraut, wenn man das mal so anhört. Also die würden sich quasi im Geheimen auf irgendwelchen Berghügeln treffen und dort dann den Teufel treffen, ihn dann aufs Hinterteil küssen und der Gestalt einer großen Katze. Das kommt einem sehr bekannt vor. Das ist nämlich genau die Blaupause, die dann später für die Hexenprozesse verwendet wird, wo es dann heißt, die Hexen würden das machen in den Hexensabbaten. Ja. Auch da wieder natürlich die schöne, schönen Anführungszeichen Überleitung, die dann auch bei Goethes Faust wieder auftaucht. Auch die treffen sich ja dann sozusagen auf dem Blocksberg mit den auf dem Hexensabbat, wo genau diese Dinge auch vorgeführt werden. Also diese Thematiken sind sehr alt und die werden natürlich dann auch den Zeitgenossen angedichtet. Das sind anfangs, wie gesagt, die Ketzer, also diejenigen, die sich gegen kirchliche Dogmen stellen. Dann wird das eins zu eins übertragen auf die Hexen. Und dann natürlich auch auf einzelne Personen, die vermutlich sich auch exponieren dadurch, dass sie durch die Lande ziehen und auch wunderliche Dinge von sich selbst behaupten. Also da wird Faust nicht der Einzige gewesen sein, ich greife es schon ein bisschen vor, der wahrscheinlich mit angeblichen Zauberkünsten durch die Lande gezogen ist. Es ist auch eine Zeit, in der Wahrsagerei eine große Rolle spielt. Die Astrologie entwickelt sich als vermeintliche Wissenschaft, die da sehr stark nachgefragt wird. Und wir werden da gleich auch nochmal sehen, dass gerade in dem Bereich wahrscheinlich auch der historische Faust zu verorten ist. Wobei ja dann die Astrologie schon eher, sagen wir mal so, gesellschaftlich und gerade in der höfischen Kultur verankert ist dann irgendwann. Und diese anderen Dinge, die man dann dieser Faustgestalt oder ähnlichen Menschen nahelegt, doch eher auf ein Treiben außerhalb der Gesellschaft verweisen. Also wenn es dann schon so in Richtung Schwarzkunst und Zauberei geht. Das heißt, die eine Facette ist eher gesellschaftlich geduldet oder sogar genutzt und die andere ist dann aber schon so ein bisschen grenzwertig, ne? Ja, es geht einander über. Also die Astrologie ist geduldet. Also es gibt natürlich auch selbst Äbte, die sich, der Abt von Maulbronn ist da zum Beispiel zu nennen, der lässt sich wahrscheinlich von Faust ein Horoskop erstellen. Also muss aber auch mal in Maulbronn gewesen sein. Das ist bis heute eines der schönsten noch erhaltenen Klosteranlagen des Mittelalters. Lohnt sich sehr, dahin zu gehen, auch Weltkulturerbe. Es gibt aber auch, wie du schon sagst, gerade im adligen Milieu Ulrich von Hutten, der ist verwandt mit dem, Philipp von Hutten, verwandt mit Ulrich von Hutten, den man als Humanisten und Reichsritter kennt. Aber dieser Philipp, ist eigentlich so ein Abenteurer-Typ, ein Glücksritter, der sich 1536 nach Spanien begibt und dort sich einer Expedition nach Venezuela anschließt, um dort El Dorado zu finden. Also es wird richtig abenteuerlich, was Sinn des Wortes. Die lässt sich dann aber, weil das natürlich ein großes Unterfangen ist, natürlich bei sowas sich absichern will, lässt er sich ein Horoskop erstellen von jemandem geringeren als Johannes Faust. Und lobt er dann später, ja, das scheint alles gestimmt zu haben, was der da schreibt, hat mir nämlich ein böses Jahr vorausgesagt und das ist auch eingetreten. tatsächlich ist diese Expedition von Philipp von Hutten ziemlich gescheitert. Er ist also da zum einen, die Expedition mussten sie irgendwann abbrechen, da kam dann von 400 Leuten nur noch 100 zurück und dann sind sie auch noch in innerspanische Zwiste verwickelt worden, in denen er dann später auch gestorben ist, also dann auch ermordet worden während einer so einer Expedition von Spanien.
Also das böse Jahr scheint tatsächlich eingetreten zu sein. Aber es zeigt natürlich, wie du schon sagst, es ist da was gang und gäbe ist in der Zeit. Man nutzt das, aber es wird immer so ein bisschen scheel angeguckt. Luther zum Beispiel hielt überhaupt nichts von Astrologen. Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in Wittenberg, dann doch wieder relativ viel, denn nämlich hat sich dann selber auch damit beschäftigt und unter anderem auch für Luther ein Horoskop erstellt. Aber auf die beiden kommen wir nämlich auch, spielen nämlich auch noch gleich eine Rolle. Aber nochmal zurück, also 1506 haben wir diesen ersten Hinweis, dann gibt es einen zweiten 1513, da scheint er dann von einem Mucianus Rufus beschrieben worden zu sein, der sagt dann, aber auch ihn in der Herberge getroffen, also das zeichnet sich ein Bild ab, und sei ein Chiromant, der nach Erfurt gekommen sei, ein Georgius Faustus Helmitheus Heidelbergensis, ein bloßer Prahler und Narr. Seine Kunst ist die wie aller Wahrsager eitel und solche Physiognomie ist leichter denn eine Wasserspinne. Die Dummen sind voller Bewunderung. Also man sieht, also sehr schön, die sind, das beschreibt heute auch manche Leute. Ja, durchaus, genau. Also auch wieder ein Humanist, der sagt, offenbar ist mit dem nicht so richtig viel zu tun. Also der gibt sich wohl als Doktor aus, oder wie gesagt, bei Trithemius hat er sich noch als Magister ausgegeben. Wie weit das stimmt, weiß man auch nicht. Es gibt zwar einen Georg Helmstetter in Heidelberg, der sich da hat 1583 in die Matrikel einschreiben lassen, aber ob der jetzt mit dem Faust in Verbindung steht, weiß man nicht. Also vermutlich eher nicht. Der Name Faust ist jetzt auch nicht so selten. Heißt ja einfach nur der Glückliche und ist möglicherweise auch eine Latinisierung eines normalen Nachnamens, sodass man da ein bisschen aufpassen muss, nur weil da irgendwo der Name erscheint, heißt das nicht, dass dieselbe Person dahinter steht. Ja, kommen wir mal auf Luther und Melanchthon. Melanchthon soll ihm tatsächlich über den Weg gelaufen sein. Also das wissen wir über eine Tischrede, die ein Schüler von Philipp Melanchthon wahrscheinlich so um 1530 rum aufgeschrieben hat. Und da sagte Philipp Melanchthon hätte erzählt, ich habe einen gekannt mit Namen Faust von Kundlingen. Das ist ein kleines Städtlein nicht weit von meinem Vaterlande. Derselbig er zu Krakau zur Schule ging, da hat er die Zauberei gelernt, wie man sie dann vor Zeiten vor dem Ort sehr gebraucht und auch öffentlich solche Kunst gelehrt hat. Er ging hin und wieder anderthalben und sagte viel verborgene Ding. Derselbe Faustus ist zu Wittenberg entrunnen, als der fromme und löbliche Fürst Herzog Johannes hätte Befehl getan, dass man ihn fangen sollt. Auch hier wieder ein... Hat sich aus dem Staub gemacht. Der hat sich auch aus dem Staub gemacht, genau richtig. Also das scheint auch wiederum ein sehr häufiges Motiv in dieser Geschichte, diesen Geschichten zu sein. Also man scheint immer irgendwo ganz schnell sich dann wieder verdünnisiert zu haben, wenn es brenzlig wurde. Und auch Luther sagt wohl etwas über ihn. Er sagt nämlich, da über Tisch eines Abends über den Schwarzkünstler Faustus gedacht ward, sagte Dr. Martinus, der Teufel gebraucht der Zauberer Dienst wider mich und hätte er vermocht, mich zu schaden. Es hätte nicht lang getan. Er hat mich oftmals schon bei dem Kopf gehabt, aber hat mich dann doch gehen lassen müssen. Und viele erzählen von Faust, welcher dem Teufel seinen Schwager hieß und hat sich hören lassen, wenn ich Martin Luther ihm nur die Hand gereicht hätte, dann wollte er mich von Verderbet haben, ich aber wollte ihn nicht schauen. Also er hat sich offenbar nicht mit ihm getroffen, obwohl er das Faust das offensichtlich angebahnt hat. Ja. Und also der den Teufel seinen Schwager nennt, das finde ich so eine schöne Formulierung. Genau, dieses von wegen der Teufel sein Schwager, das ist ja auch was dann in den späteren Stoffbearbeitung ganz oft auftaucht als Formulierung. Also der Schwager, also der quasi der Verwandte, der sich so quasi als Begleiter des Faustes ausgibt, ist mit anderen Worten natürlich dann der Mephistopheles. Ja. Also scheint es so zu sein, dass das in Wittenberg Faust möglicherweise da tatsächlich gewesen ist. Und wenn man jetzt auch noch den weiteren Bericht von Melanchthon anschaut, dann könnte er dort auch gestorben sein. Denn er schreibt, vor wenigen Jahren ist Dr. Faust einen Tag vor seinem letzten Ende in einem Dorf im Wittenberger Land ganz traurig gewesen. Und der Wirt kam zu ihm und fragte, was denn so gewesen sei.
ich fasse ein bisschen zusammen, sagte er dann zum Wirt, wenn du in der Nacht irgendwas hören sollst, dann nicht erschrecken. Und so kam es dann auch, ein großes Getümmel in der Nacht, da hat der Wirt dann versucht, ihn zu wecken, hat sich aber nicht getraut, als dass niemand in der Schlafkammer sich gemeldet hat, ist dann mit etlichen Männern wieder zurückgekommen und in der Schlafkammer hat er dann den Faust tot auf dem Boden gelegen gefunden und hat ihm der Teufel das Angesicht auf den Rücken gedreht. Mhm. Also das scheint sozusagen ein Mord passiert zu sein. Der Teufel hat ihn geholt und dieses Motiv mit dem Kopf auf den Rücken gedreht, das taucht dann aber auch in einer anderen Version auf, nämlich in der Zimmerschen Chronik. Die wirst du als Volkskundlerin wahrscheinlich kennen, denn die ist auch eine ganz wichtige Quelle für viele, viele Sagenstoffe. Die wird 1564 bis 66 niedergeschrieben von zwei Grafen, Froben Christian und Wilhelm Werner von Zimmern. Und da spielt das Ganze aber in Staufen im Breisgau. Soll quasi in Wirtshaus dort passiert sein, um die Zeit des Regensburger Reichstags. Mhm. Jetzt ist interessant, also wie widersprechen sich die Quellen? Also einerseits heißt es um Württemberg oder Wittenberg und das andere Seite dann Staufen. Das könnte also gut sein, dass dieses dass das möglicherweise ein Schreibfehler war, dass, weil in den heutigen Überlieferungen steht also Württemberg, aber Württemberg und Wittenberg in der mittelalterlichen Schreibweise ist sehr, sehr eng beisammen. Mhm. Da kann man sich schnell mal vertippen sozusagen und das könnte also sein, dass Wittenberg gemeint ist, was nämlich dann auch wieder ganz gut passt, denn in der wichtigsten Quelle, die sozusagen dann für die spätere Sagen Fassung des Ganzen. Das Wichtigste ist nämlich die Historie von Dr. Fausten von 1587, in der dann das Ganze wirklich in die Sage übergeht. Spielt das Ganze auch in Wittenberg. Also auch Faust habe in Wittenberg gelebt, hat ein Haus besessen, wird dann genau gesagt, wo, stellt sich raus. Also diese Belege sind relativ viel sinnlos, weil damit kann man gar nichts anfangen. Also die Beschreibung passt nicht auf das historische Wittenberg. Und er sei dann auch in der Nähe von Wittenberg in einem Dorf Riemlich umgekommen. Da sei es dann auch so gewesen, da sei die Seele des Faustes vom Teufel eingefordert worden und Wände sein Blut bespritzt und der Leichnam auf dem Mist gefunden worden. Riemlich gibt es leider nicht. Es ist auch wieder so eine Schwierigkeit. Später gibt's dann wird es aber mit Pratau bei Wittenberg gleichgesetzt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass im Dreißigjährigen Krieg sich da jemand was gedacht hat. Der hat nämlich das Gasthaus zum Freischütz das Problem gehabt, dass die Schweden das Haus benutzen wollten, um ihre Soldaten da einzuquartieren. Das wollte er natürlich nicht, weil er dann selber keine Einkünfte mehr hatte und die da auch nicht zimperlich mit dem Inventar umging. Und deswegen hat er dann den Soldaten ein blutverschmiertes Zimmer gezeigt, in dem er sagte, wir können auch wissen auch nicht, was wir machen sollen. Jedes Mal, wenn wir das Blut wegwischen, kommt das wieder. nachts kommen wir immer komische Dinge. Ihr könnt gerne hier übernachten. Ne? Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie da nicht reingegangen sind. Das scheint historisch relativ gut belichtbar zu sein, dass das dieser Trick angewandt worden ist. Hat aber dazu geführt, dass man dann glaubt, dass offenbar Pratau Faust ums Leben gekommen sei. Also man sieht also, da. Das finde ich schon so eine großartige Geschichte. Aber genau. Es zeigt natürlich auch, wie beliebt der Sagenstoff oder das Motiv des Faust schon gewesen ist. Ja, und es zeigt, dass es direkt nach dieser ganzen historischen Begebenheiten relativ schnell auch in die Sage übergegangen ist. Also wenige Jahrzehnte später gibt es sogar schon regelrechten Tourismus, Fausttourismus, wenn man will. Auch eine Quelle, die ein bisschen Vergessenheit geraten ist, die ich mal wieder aufgetan habe in dem Zusammenhang, nämlich ein gewisser englischer Gentleman namens Fiennes Morrison, der genug Geld hatte offenbar, um durch Europa zu reisen und ein Tagebuch zu führen. Das ist also höchst spannend, wenn man sich das mal durcharbeitet. Der war nämlich auch dann auf anderen Orten beschreibt dann beispielsweise, wie Leipzig in der Zeit aussieht, also das Wittenberg Gold dagegen, das Leipzig ja so ein kleines Kaff, das auch noch dreckig ist. Lustig ist auch, dass er überall dotiert, was der Bierpreis gewesen ist. Ja, was man halt so macht. Was man halt so macht, also genau. Und er war relativ lange in Wittenberg, einen Sommer lang, was immer der da gemacht hat. Und dann zeigt man ihn auch, dass das Haus, in dem Faust um 1500 gelebt haben soll, wie er schreibt. Und das sei in der Nähe des Augustinerklosters, also da, wo Luther später gewohnt hat, gewesen. Und er konnte im Wald vor Wittenberg einen Baum bewundern, den Faust gesprengt und verbrannt habe. Also
hat dann auch noch quasi dem Ganzen ein bisschen hinterher geforscht. Er wollte nämlich wissen, wo denn dieses Dorf ist, in dem Faust gestorben sei. Und hat es aber dann nicht gefunden. Also auch da gibt es offenbar schon diese Sage, dass es da irgendwo ein Dorf gäbe in der Nähe, da, wo Faust ums Leben gekommen ist. Mhm. Interessant für uns ist, dass er der Erste ist, der den Tintenfleck an der Wand bezeugt. Und zwar nicht auf der Wartburg, wie man das heute als Sage kennt, sondern im Lutherhaus in Wittenberg. Da entsteht die Sage offensichtlich, dass dort dass Luther mit dem Tintenfass nach dem Teufel geworfen hat und dann der Fleck übrig geblieben sei. Interessanterweise ist aber anfangs umgekehrt. Also, wie hieß es? Herrn shot first. Also in dem Fall ist Luther hat zuerst geschossen. Der Teufel hat zuerst geschossen, denn der Teufel sei es gewesen, der nach Luther geworfen hat, aus Verzweiflung darüber, dass er nicht seine Seele holen konnte. Und diesen Tintenfleck hat er dann auch gesehen und sagte, naja, auch ein bisschen seltsam, aber wenn es denn so war. dann ist das offenbar da erst im 17. Jahrhundert auf die Wartburg übertragen worden, dann auch schon mit dem umgekehrten Vorzeichen, dass nämlich dann Luther den Teufel mit der Tinte vertrieben hat, was sich natürlich auch besser verkauft, ne, weil er natürlich mit der Tinte den Teufel bekämpft, also mit seinen Worten. Das Bild ist natürlich viel, viel eingängiger. Aber es fängt an in Wittenberg. Und wie gesagt, der erste Beleg dafür ist dieser Fiennes Morrison. Der geht dann nach England zurück und schreibt seinen Bericht, der dann wiederum anscheinend auch ein englisches Volksbuch nach sich zieht, zumindest darin einfließt, das dann wiederum ein gewisser Philip Marlowe lesen soll, der dann später ein eigenes Drama darüber verfasst, das dann auch eine gewisse Wirkung hat, also es ist relativ bekannt und berühmt. Und wie das immer so ist mit solchen Stoffen, die gehen dann wiederum in andere Medien über, nämlich in das Puppenspiel ausgerechnet. Mhm. Also man hat dann plötzlich aus diesem eigentlich ernsten Thema dann ein lustiges gemacht. Also es wird dann auch satirisch benutzt, es wird dann auch zum Teil für politische Satiren und Ähnliches benutzt. Und so wandert das dann wiederum zurück nach Deutschland, oder beziehungsweise auf den Kontinent und dann auch nach Deutschland, wo es dann später ein gewisser Herr Goethe wiederum sehen soll als Puppenspiel. Und ich denke auch, ja, ganz, ganz interessant. Und hat sich dann ab 1770 mit diesem Stoff beschäftigt. Hat es aber dann doch etwas anders aufgegriffen. Bei Marlow ist es noch so, dass Faust also als Teufelsbündner, als Bösewicht stirbt, also derjenige, der quasi dann verloren ist, auch vom Teufel geholt wird. Und Goethe macht das ja dann ein bisschen anders. Er sagt dann am Schluss, dass er quasi vom Engelschor befreit wird und eben nicht dem Teufel in die Hölle folgen muss, also dann bei Faust 2 erst. Aber letztendlich geht's Goethe nicht mehr so sehr um diese religiöse Komponente, sondern für ihn ist natürlich viel wichtiger, dass es darum um einen Mann geht, der sich aus den mittelalterlichen Denkzwängen befreit und durch Wissen über sich selbst hinauswachsen will. Was dann wiederum lustig ist, weil es da eigentlich ja bei Goethe sogar wieder mit Luther losgeht. Denn wenn man sich mal so die erste Szene anguckt, da geht es darum, dass Faust in seinem Studierzimmer steht und erstmal die Bibel übersetzen will und dann am ersten Wort scheitert. Aber das ist natürlich eine sehr deutliche Anspielung an Luther. Und diese Anspielung an Luther ist wiederum nicht uninteressant, denn es könnte sogar sein, dass gerade dieses Volksbuch von 1587 eine Anspielung auf Luther sein soll, weil es ja gerade auch in Wittenberg verankert ist. Es gibt so ein paar Parallelen, beispielsweise, dass sowohl Luther als auch Faust sich ja mit einer Frau zusammentun, die ja nicht bestimmt ist. Also bei Faust ist dann Helena, später bei Goethe ist es Gretchen, bei Faust ist es ja dann die Nonne Katharina von Bora. Heißt es bei Fauststoff, dass der Teufel 24 Jahre lang Treue fordert. Luther ist von 1522 bis 1546 in Wittenberg gewesen, also wären auch 24 Jahre. Aber da hört es dann auch schon auf, diese Übereinstimmung. Das heißt, genau, das ist mehr so ein Muster und Ähnlichkeiten suchen. Genau. Also
Ich glaube, das ist dann noch ein bisschen sehr weit hergeholt. Mhm. Auch wenn man natürlich merkt, dass das Volksbuch von Faust sehr zunächst mal anti-protestantische Züge trägt. Das wird dann ein bisschen abgeschwächt in der zweiten Variante, dann hat man das ein bisschen rausgenommen. Dann wiederum in der dritten Variante wieder einen reingenommen, dann muss nämlich Faust nochmal sowohl mit einem katholischen Mönch als auch mit einem Gelehrten, der interessanterweise laut dem Volksbuch Luther und einen anderen Reformator gekannt haben soll, mit dem sprechen, und trotzdem von beiden sich lässt er sich nicht bekehren, und deswegen stirbt er dann sozusagen zurecht und wird zurecht vom Teufel geholt. Genau, das wäre sozusagen die Sage und deren literarische Verarbeitung, aber das war sozusagen für lange Zeit erstmal die einzigen Quellen, die man hatte. Aber das änderte sich ein bisschen, als man nämlich 2007 in Wittenberg angefangen hat zu graben. Und da dachte man, was kommt denn jetzt alles? Genau, lass uns ganz kurz nochmal kurz an der Stelle innehalten. Und das heißt, wir haben, weiß nicht, 5, 6 Quellen, 7 Quellen, je nachdem, wo man sagen kann, damit ist eine historische Figur Faust beschrieben oder so schlaglichtartig findbar, ne? Genau. Ja. Also viel mehr gibt's gar nicht über die Figur. Das ist ja nochmal auch interessant. Und wenn man dann schaut, was sich so für ein Sagenüberbau gebildet hat, das ist schon ganz interessant, finde ich, die Relation, wie sehr dieser Topos der Figur Faust doch eine viel größere Strahlwirkung hat als das, was man dann am Ende in den Quellen findet. Ist das für historische Figuren normal, dass man die so wenig findet? Also ich meine, dass es über Herrn Luther sehr viel gibt, ist natürlich völlig klar, der hat auch selber sehr viel geschrieben. Genau. Aber so bei anderen Figuren ist das üblich, dass man sagt 5, 6, 7 Quellen und dann kann man eine Figur festmachen, oder ist das eher ungewöhnlich? Es kommt ein bisschen drauf an. Tatsächlich ist es gar nicht so unüblich, dass man über viele Gestalten aus der Zeit auch noch nicht so viel weiß. Beispielsweise bei diesem genannten Philipp von Hutten, da wissen wir noch nicht mehr genau, wie der genau im Verwandtschaftsverhältnis von Ulrich zu Hutten steht, obwohl er ja ein Adliger ist. Wir wissen nicht genau, wie er aufgewachsen ist und ähnliches mehr. Übrigens, wie unklar manche Dinge sind, kann man sehr schön zeigen am Geburtsdatum von Martin Luther. Da denkt man ja immer, das ist relativ klar. Er ist am 10.11.1483 geboren. So klar ist das gar nicht. Das ist ein mehr oder weniger stillsteigendes Hinnehmen von den Historikern, dass das so ist. Denn es gibt durchaus auch gute Argumente dafür, dass es vielleicht sogar 1484 war. Es gibt manche, die sagen sogar 1482 könnte es auch gewesen sein. Relativ sicher ist nur das Datum, dass es der 10.11. gewesen ist, weil da Philipp Lansch nämlich eigens nochmal die Mutter von Luther befragt hat. Und die selber sagt, am Tag sei sich relativ sicher, aber das Jahr wüsste sich nicht mehr genau. Mhm. Sie können sich nur erinnern, dass in diesem Jahr ein Papst geboren worden sei und ein anderer gestorben, also sprich, der später ein Papst geworden ist. Stellt sich raus, weder 82 noch 83 noch 84 hat das irgendwie stattgefunden. Also da sieht man, das spielt für die damalige Zeit auch nicht so eine Rolle. Das ist dann erst interessant, wie die Leute dann quasi zu einer gewissen Fallhöhe aufgestiegen sind. Wann die geboren worden sind, interessiert die Leute damals nicht. Die meisten Leute wussten nicht mal selber, wann sie geboren sind. Luther selber auch nicht. Da gibt's auch eine schöne Anekdote, dass Luther und Melanchthon sich unterhalten, und sagt Luther, na, jetzt bin ich ja schon 63 Jahre, und dann verbessert ihn Melanchthon, nee, du bist 64. Also das ist auch interessant, dass das also ich habe nämlich deine Mutter gefragt. Das ist der erste Mutterwitz. deine Mutter. Es zeigt also die für die damalige Zeit sind diese Quellen zum Teil noch relativ, selbst den Menschen selber relativ unklar. Und die gerade die Überlieferung ist natürlich durch spätere Kriegswirkungen, durch 30-jährigen Krieg natürlich ganz stark, durch dann natürlich den Zweiten Weltkrieg, der auch einiges an historischen Dingen vernichtet hat. Da haben wir halt zum Teil doch eine schwierige Quellenlage bei vielen Personen.
Luther haben das große Glück, dass er relativ viele bis sich selber geschrieben hat, deswegen wissen wir da mehr. Aber wie gesagt, bei Faust ist das nicht so ungewöhnlich. Also hat mich fast ein bisschen gewundert in der Recherche, dass es tatsächlich 9 Schriftquellen gibt, die von ihm erzählen. 9, Also aus seinen vermutlichen Lebzeiten. Also das ist dann schon fast ein bisschen viel. Wir haben ein bisschen nichts Eigenes von ihm. Wir haben also keine eigene handschriftlichen oder irgendwelche gedruckten Eigenaussagen von ihm. Wir kennen vielleicht möglicherweise diese Visitenkarte, wenn sie denn echt ist. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob er quasi eine oder mehrere Personen ist. Denn wenn man sich diese Visitenkarte anguckt, wo es dann heißt Faustus Junior, also der Jüngere, und in der Nekromantie der Zweite und sowas, das ist dann, spreche dafür, was ist denn mit dem Ersten? Ne? Was ist denn der Senior, der Ältere? Gibt es den oder meint man da einen anderen Zauberer? Es gibt also auch möglicherweise den Hinweis, man könnte den Simon Magus nennen, den biblisch verbürgten Zauberer, mit dem sich der Petrus darum geärgert hat, der so auch als Urzauberer schlechthin gilt und der dann auch immer so als Erzbösewicht dann auch im Mittelalter auftaucht. Oder gab es tatsächlich eben mehrere Leute namens Faust, die vielleicht ähnliche Dinge gemacht haben und vielleicht auch verwandt waren? Das wäre meine These. Das würde ein paar zeitliche Probleme nicht auflösen, warum quasi Faust so an vielen Orten gleichzeitig gewesen sein muss und gleichzeitig aber irgendwie auch ein relativ langes Leben geführt haben müsste. Also wenn sich so ein Clan von Wahrsagern, der über die Lande gezogen ist. Ja, die Familie eben, Faust. Ja, so quasi, beziehungsweise eben möglicherweise ist das halt auch ein, hat sich einer den Namen vom anderen abgekupfert, ne? Wenn der schon ein gewisses Standing gehabt hat, bekannt war, dass er sich das quasi dann selber auf den Leib geholt hat und dann damit quasi reüssieren wollte. Also nichts Genaues wissen wir nicht, dachten wir. Und dann waren wir natürlich froh, dass es dann plötzlich doch eine neue Quelle gab. Jetzt kommen wir. Unterbrochen. Genau, es war ist 2007 in Wittenberg gebaut worden. Also man wollte einen Platz, der im Norden von Wittenberg mehr oder weniger seit dem 18. Jahrhundert relativ unverändert geblieben ist und weil dann auch da zerschossen worden ist von den Franzosen, die damals im Siebenjährigen Krieg Wittenberg angegriffen hatten. Und dann dachte man, ja gut, jetzt ist da so eine komische Ecke da oben, dann auch noch durch den Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Dann saßen die Russen da in einem alten Kaserne drin und dachte, ja gut, jetzt machen wir da oben mal ein Einkaufszentrum drauf. Und haben da angefangen dann, weil es natürlich Wittenberg ist und damit natürlich auch ein archäologisch nicht uninteressantes Gebiet, sind erstmal die Archäologen angerückt, um das zu dokumentieren, was da möglicherweise war. Mhm. Unter anderem war ja da auch ein Franziskanerkloster, von dem man wusste. Und als man das ausgegraben hat, fand man neben anderen Dingen, die, glaube ich, nochmal eine Folge wert wären, beispielsweise nämlich hunderte von Bleidrucklettern, unter anderem auch für Musikaliendruck und alles mehr, hat man aber ein ganz, ganz viel Scherben von Gläsern gefunden. Dachte, ja gut, erstmal Haushalt mit eben. Haushalt, halt. Ja, aber ganz, ganz viel. Das ist und alles lag quasi unter einer Treppe. Ja, dann hat man es erstmal eingeliefert, hat ein bisschen gedauert, wie es immer so ist. Die Sache wird ausgegraben, dann eingeliefert und dann in die Restaurierungswerkstatt des Landesdenkmalamtes gebracht. Und dann stellt man fest, das ist aber nicht normaler Hausrat. Nämlich da waren Anhaftungen von Reagenzien dran, also Antimon, Quecksilber, das hat man normalerweise nicht im Haushalt, jedenfalls ist nicht sonderlich gesund. Und hat was zusammengesetzt und stellt sich raus, es sind Reagenzien, also sind große Gefäße, die man für chemische oder alchemische Prozesse verwenden konnte. Und zwar eine ganze, ganze Menge. Also das müssen also mehrere Dutzend verschiedene Geräte gewesen sein. Alles ganz, ganz klein zerschärbt. Also die brauchten mehrere Jahre, um das zusammenzusetzen. Ich kenne die Kollegin, die das gemacht hat. Das ist wirklich also eine Heidenarbeit. Das Schlimme war noch, dass man sonst, ich habe das ja auch ein paar Mal gemacht, sowas zusammenzubasteln. Wenn du normale Keramikscherben hast, dann kannst du über die Farbe dich orientieren. Also, das ist ein dunkles Ding, das muss zu dem Topf gehören. Da war das Problem, dass dann innerhalb des einzelnen Gefäßes schon farbliche Unterschiede waren, sodass man echt nur über ganz viel Glück und
viel Geduld dann tatsächlich dann auch Stücke wieder an die richtige Stelle setzen konnte. Das mal kurz auf jeden Fall zusammensetzen. Und das war eine fast komplette Werkstatt eines Alchemisten. Interessant. Und dann fand man auch noch ein Tongefäß, in dem Knochen eines kleinen Hundes waren, der verbrannt worden ist. Und jetzt wird es richtig merkwürdig. Und dann hat den Archäozoologen befragt, der sagt, naja, es ist so, irgendwie so ein kleiner Hund, könnte ein Pudel sein. Ne? Ja. Okay. Dann wird es halt ganz seltsam. Das muss was bedeuten, Kern, genau. Wenn man jetzt noch weiß, dass der Faust angeblich auch mit einem kleinen Hund, also nicht unbedingt ein Pudel, aber ein Hund umgegengezogen sein soll, dann lag natürlich die Möglichkeit da, ist das vielleicht irgendwie was mit diesem historischen Faust zu tun haben könnte. Zumal es ja hieß, laut Melanchthon schon, dass der zur Regierungszeit des Herzogs Johann da gewesen sein soll. Das wäre also in der Zeit von 1500, oh Gott, jetzt habe ich es nicht mehr ganz parat, also so um die 1530er Jahre rum. Das würde also super passen, hätte man erstmal gedacht. Ne? Das angeguckt, hat festgestellt, aha, das ist auch Antimon. Antimon passt ganz super zum Alchemisten, denn mit Antimon hat man Gold gereinigt. Also sprich, Unedles zu Edlem gemacht, was ja der Ziele des Alchemisten war. Ja. Gerade auch das Antimon gilt dann so als wird also von den Alchemikern sehr gern benutzt, weil man dann auch diesen Prozess dieses Umwandelns vom Unrein zum Reinen natürlich auch allegorisch gedeutet hat. Also der König, der aus der wie der Phönix aus der Asche dann ersteigt, dann Regulus hinterlässt. Regulus war also quasi das kleine Goldkörnchen, das dann übrig bleibt und mehr ist mehr. Also das hat man natürlich auch dann quasi mythologisch gedeutet. Der Alchemist, der selber ja sich dann sozusagen philosophisch reinigt bei dem Prozess und vieles mehr. Also ist ganz spannend gewesen. Dachte, könnte ja alles miteinander zusammenhängen. Dann kamen die blöden Archäologen wieder an und sagen, Moment. Spielverderber. Wir haben ja so einen sogenannten geschlossenen Fund. Das heißt, das ganze Zeug ist einmal in den Boden gekommen. Das ist relativ klar. Also es war kaputt, unter der Treppe gekehrt worden, zugemacht und dann ist nichts mehr später dazugekommen. Guckt man sich das mal genau, ist eine kleine blaue Glasscherbe dabei gewesen, die den ganzen Fund jünger macht. Das heißt, wahrscheinlich erst Ende des 16. Jahrhunderts, also 70 Jahre nach dem historischen Faust. Schade auch. Ja, passt also alles nicht mehr so genau, aber ist vielleicht nicht so nicht uninteressant, weil es natürlich eine ganz andere Geschichte aufmacht, denn dieses Antimon wird verwendet auch als Bestandteil in der Medizin, also in der sogenannten spergyrischen Medizin. Da geht es also auch sozusagen darum, dass der Körper gereinigt werden soll, durch das Unreine ausgetrieben werden soll. Und tatsächlich, wenn man also Antimon oder Antimonverbindungen schluckt in kleinen Mengen, die man da gegeben hat, dann wird man ganz, ganz schlimm Durchfall bekommen. Und das hat man dann aber gedeutet, dass quasi dann der Körper gereinigt worden ist. Und man kann das, also größere Dosen führen auch zum Tod. Ne? Also man hat dann nochmal nachgeguckt und festgestellt, also das Antimon, was da in Wittenberg produziert worden ist, hätte gereicht, das Deutsche Reich mehrfach umzubringen, komplett in der Zeit. Also es war also wirklich die ganze Menge, die dann offensichtlich... War da leicht dran zu kommen oder war das schwer zu kriegen? Das war gar nicht so einfach. Ich habe mal auch einen Vortrag dazu gehört. Das Antimon muss ja auch abgebaut werden. Also es wird... gibt auch einen schwunghaften Handel und kann man jetzt nicht so ganz gut nachweisen, wie das nach Wittenberg gekommen ist, aber muss wohl auch eine große Menge gekommen sein, um das als diese Rohstoffe zu bekommen. Aber bevor ich mich jetzt hier in irgendwelche falschen Dinge reinrede, würde ich dann sagen, verweisen wir dann auf die Fußnoten bei euch im die Shownotes in der Folge. Aber es war schon was Besonderes, gerade in der Menge. War was Besonderes in der Menge, aber wird natürlich dann auch benutzt, um das um diese Allheilmittel herzustellen, nachdem man ja derzeit ganz besonders gesucht hat. Gerade in Zeiten, wo natürlich auch noch die Pest ganz große Rolle spielt und andere Seuchen, Syphilis und Co., versuchte man natürlich dann alchemisch solche Wundermittel herzustellen.
Und das Ganze lässt sich dann wahrscheinlich tatsächlich ganz gut in die Geschichte der medizinischen Fakultät in Wittenberg einordnen, wo dann auch Ärzte wie Daniel Sennert und andere mehr sich genau mit solchen Themen auch beschäftigt haben. Also es passt also fast besser in diese Zeit als in den zum Faust, der ja gar nicht so sehr ein Alchemist war, jedenfalls nach dem historischen. Ja, das hätte ich nämlich noch gefragt. Genau. Sondern eher dieser Wahrsager und Nekromant, also sprich jemand, der sich mit Horoskopen das Geld verdiente, vielleicht noch ein paar Zaubertricks drauf hatte oder so, aber vor allem natürlich in einer Zeit war, wo die Alchemie auch noch gar nicht so große Rolle spielte. Die gab es natürlich schon, aber die große Zeit geht tatsächlich so mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts los. Da fangen dann selbst Kaiser an, sich mit sowas zu beschäftigen. Rudolf II. Beispielsweise hat sich mit Alchemie beschäftigt und sächsische Herzöge und alles viele mehr. Also da ist das so quasi auch eine Spielerei der Fürsten, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn Faust in den historischen Quellen als Zauberer und Schwarzkünstler bezeichnet wird, spielt das dann auch wieder eher auf diese Wahrsagerei an oder ist damit dann doch noch was anderes gemeint? Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Schwarzkünstler, also es scheint ja sozusagen noch ein bisschen mehr zu sein. Also dieser verbrannte Baum, da heißt manchmal, der sei gesprengt worden, explodiert. Ja. Also er hat irgendwie, hat er irgendwas getrieben, was also irgendwie mit Magie zusammenhängt. Also wird nicht ganz klar. Es ist auf jeden Fall was man nicht machen soll und darf. Gehört zur das Maleficium, also es ist eine todeswürdige Zauberei, die man da betreibt. Da wird ja unterschieden zwischen der weißen Magie und der schwarzen Magie in dieser Zeit. Weiße Magie bedeutet sowas wie, ich hänge mir ein Amulett um den Hals, auf dem dann Zaubersprüche verbunden mit christlicher Symbolik oder mehr draufstehen. Und schwarze Magie bedeutet also gerade Schadenszauber und das Anrufen von bösen Geistern und vieles mehr. Aber das vermischt sich natürlich auch durchaus, nicht? Gerade in dieser Zeit wechselt das natürlich stetig hin und her zwischen der gelehrten Magie und der, die also versuchen auch mit Geistern zu sprechen, um Wahrsagerei zu betreiben. Da gibt es zum Beispiel auch gerade in England dann Leute, die ganz hoch aufsteigen an den Hof von Elisabeth II., John Dee. Wenn man mal ins British Museum geht, sollte man unbedingt mal in diesen ersten historischen Saal gehen. Da liegt nämlich dann Zauberspiegel von John Dee darum, der dann auch entsprechende solche magischen Symbole trägt, die durchaus in so diesen Graubereich des Erlaubten reinspielen. Und so muss man sich das wohl... Man hat sofort Dumbledore im Kopf, so ein bisschen. Ja, klar, da kommen die ganzen Dinge her. J.K. Rowling hat sich ja auch nicht die Sachen komplett neu ausgedacht, sondern die ruft sich ja gerne auf Sagenstoffe und baut die um, wenn die auf Nicolas Flamel beispielsweise verweist, der ist ja tatsächlich ein historisch verbürgter Alchemist. Von dem man dann behauptet, er habe den Stein der Weisen wirklich gefunden. Aber diese Ideen kommen natürlich tatsächlich aus einem Sagenschatz, der weit zurückgeht. Ich meine, letztendlich spielen dann auch so Gestalten wie Merlin eine Rolle, der ja auch mit dem Teufel im Bunde steht. Es spielen aber auch so Gestalten wie Johannes der XII., der Papst, der auch offensichtlich mit als Teufelsbündner versucht, irgendwelche magischen Dinge zu machen. Also jedenfalls in der späteren Presse hat er entsprechend angedichtet bekommen. Ob er es dann wirklich gemacht hat, ist eine andere Frage. Aber diese Idee ist natürlich schon viel, viel länger im kollektiven Gedächtnis der Leute und wird immer vorgekramt und auf reale Gestalten übertragen. Das haben wir ja auch bei ganz anderen Gestalten. Hatte ich ja schon eine Robin Hood-Folge, wo es ja darum geht, dass dann auch schon vorhandene Sagenstoffe auf eine Übergestalt übergestülpt werden. Oder es gibt Till Eulenspiegel, wenn man sich die ersten Geschichten von ihm anguckt, die ersten gedruckten Geschichten, das ist noch relativ wenig. Das wächst dann mit jeder neuen Ausgabe an und da sieht man zum Teil auch, wo das herkommt, von anderen Schwenken und Sagenstoffen. Sondern das ist eine lustige Geschichte, das passt doch viel besser auf Eulenspiegel und dann wird es dann quasi mit übernommen und weitererzählt und wird dann immer größer. Und so ist es bei Faust natürlich auch. Der nimmt dann Schwankstoffe auf, der nimmt dann Sagen, die ursprünglich ganz andere Personen angedichtet bekommen haben.
in sich auf und wird dann zu dieser nebulösen Gestalt, die dann natürlich eine gewisse Faszination hat, weil sie natürlich für jedes Zeit wie der Epoche ja. eine Projektionsfläche bildet, auf der man dann natürlich die Gegenwart abbilden kann. Ne? Also ja, hat ja schon auch Gründe, warum Goethe das nutzt, der in der Aufklärung gerade diese aufklärerischen Gedanken mit aufbringen will, die Entwicklung des Menschen, der über seine sich selbst hinauswächst. Ja. Wir haben Heinrich Mann, wir haben Thomas Mann, die jeweils den Stoff für ihre Zwecke benutzen. Es geht ja bis in die Gegenwart hinein. Der große Bogotsky, glaube ich, wer heißt der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie der Film heißt. Also diese Stoffe werden immer wieder auch populär in der Populärkultur, in der Literatur, in Kino aufgenommen, weil es einfach irgendwie ein spannender Stoff ist. Ne? Also das ist dieser Gedanke, ich kann mir Kräfte durch ein, also ich muss mich zwar versündigen, muss meine Seele verkaufen, aber ich kann was besser aus mir selber machen und was mache ich dann mit dieser Gabe? Also das ist ja auch eine Story, die sich in ganz, ganz anderen Sagen auch noch widerspiegelt. Ja. Und sozusagen bleibe ich im Schoß der Gesellschaft und zu einem gewissen Grad angepasst oder geht mein Selbstverwirklichungstrieb so weit, dass ich sage, irgendwie die Gesellschaft ist mir Wumpe, ich mache jetzt einfach das, was ich machen will und sprenge sämtliche Grenzen. Das ist ja auch so ein Motiv, was uns immer beschäftigt. Ja, genau. Das kommt dann bei Goethes Faust eigentlich auch gut zur Geltung. Also die, Goethe selbst war ja auch so einer, also so ein faustische Gestalt, wenn man so will, der sich an nichts gehalten hat, dann jahrelang in wilder Ehe mit seiner Frau gelebt hat, dann aus der Wohnung geschmissen wurde, im Frauenplan, wo er dann dieses Goethes Gartenhaus in ziehen musste, weil er dann es offensichtlich dann doch etwas zu weit getrieben hat. Da hat sich trotzdem nicht von stören lassen, hat auch keine große Affinität zur Kirche gehabt und vieles mehr. Also das ist quasi auch Tendenzen, die in seiner Gestalt Faust ganz gut auch rüberkommen. Ja, denn da findet er sich, glaube ich, auch selber drin wieder. Ja. In vielen Aspekten. Mirko, das ist immer wieder vollkommen faszinierend, mit dir zu sprechen, weil was sich mir immer wieder aufdrängt, wenn man dich über die alten Quellen sprechen hört und jetzt in dem Fall auch das, was verschriftlicht worden ist, ist immer wieder so dieser erstaunliche Gedanke, der natürlich eigentlich nicht erstaunlich ist, aber so greifbar wird, dass die Menschen auch vor Hunderten von Jahren Menschen waren, mit Sorgen, Nöten und sich von den gleichen Dingen haben beeinflussen lassen oder beeindruckt waren von jemandem, der irgendwelche Horoskope gestellt hat, der in Kneipen groß aufgetreten oder ist. Oder solche Leute belächelt haben. Oder solche Leute belächelt haben oder gesagt haben, ich bin ein wirklicher Gelehrter, ich werde ihn jetzt mal besuchen und dann haut er ab, weil er Angst hat, dass er entblößt wird. Und das aber an diesen historischen Quellen festzumachen und die Querverbindungen deutlich zu machen. Ich finde das immer wieder faszinierend und macht das Thema Archäologie und das, was deinen Berufszweig macht, so schön greifbar. Das geht immer ein wenig verloren, wenn man in Museen ist und alleine reingeht, weil man hat dann ja eben kein Buddler neben einem stehen, der einem das dann noch alles dazu erzählt. Also man kann nicht buchen. Selbst, wenn du, ja, das ist, genau. Wir werden es ja alles verlinken, wie man dich erreichen kann. Aber das macht eben nochmal die Faszination aus und deswegen inzwischen denke ich auch mal, wenn ich das nächste Museum wieder besuche, dann mal wieder auch mit einer Führung, weil es das einfach nochmal greifbarer macht. Man kann sich die Exponate anschauen, man kann sich die Kataloge durchlesen, aber jemand, der dann mit dem entsprechenden Wissen an die Dinge rangeht, das ist nochmal was anderes. Und hier so schön an dieser berühmten Figur Faust, über hat es eigentlich ja schon gegeben, bevor es verschriftlicht worden ist, dann hat es unter Umständen ein reales Vorbild gegeben, was Berührungspunkte mit Luther und Melanchthon hatte und dann am Ende etwas begeistert, weil man denkt, jetzt hat man dessen Alchemielabor gefunden und dann ist es eine Glasscherbe im Grunde genommen, die dann auch das wieder wegnimmt. Und trotzdem ist es spannend. Und trotzdem bleibt es eine spannende Geschichte. Das ist einfach wunderbar, dir dazuzuhören. Das ist toll. Ja, vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, auf diese Reise wieder mit uns und unseren Hörenden zu gehen. Sehr gerne. Das ist ja auch was mich immer umtreibt. Das ist eben die Frage, in jeder Ausstellung, in jedem historischen Buch, ist ja natürlich die Frage,
kann das lesen, man kann das wahrnehmen, man kann es zur Kenntnis nehmen, Fakten aufnehmen. Das hat mich auch ein bisschen um meinen Geschichtsunterricht gestört, dass es einfach nur Fakten waren. Aber was macht das denn eigentlich mit uns heute? Ne? Ja. Was ist denn die Bedeutung dafür? Wie sehen wir uns denn in diesem fernen Spiegel, wenn man so will? Das ist auch ein schöner Titel eines Buches von Barbara Touchman, wo sie sagte, es ist ja quasi, wir spiegeln uns in in historischen Gestalten, in historischen Geschehnissen spiegelt die sich die Gegenwart und die da können wir immer gucken, wie wir uns zur Vergangenheit bewegen und wie wir selbst uns darin sehen, folgen wir blind Dingen, die in der Vergangenheit schon falsch gemacht worden sind, oder können wir aus der Vergangenheit lernen, können wir uns auch quasi im Verhältnis zur Vergangenheit setzen und sagen, das sind die Wege, die zu uns geführt haben, wenn man so will, und können wir quasi uns auch gegen der Vergangenheit gegenüber absetzen und sagen, so wollen wir es auf jeden Fall nicht wieder machen. Nicht? Also ich bin schon jemand, der meint, man kann aus der Vergangenheit lernen. Und ich meine, spannendste Thema, das man hat, ist natürlich man selbst, nicht? Wenn man so will, und das interessiert einem am meisten. Und wenn ich etwas habe, was mich quasi in dieses Verhältnis setzt, mich selbst in einer historischen Perspektive einzuordnen, dann kann ich auch sozusagen was für mich selbst lernen. Und damit, das ist etwas, was mich dann immer wieder umtreibt und wie ich dann auch versuche, gerade die Historie zu vermitteln. Das ist also auch etwas, was mit meinem kleinen Podcast auch immer wieder umtreibt. Mhm, genau. Genau, die Brücke hätte ich sonst gebaut, natürlich. Wer jetzt sagt, Mensch, das ist super, der kann natürlich dir in vielen Episoden lauschen. Einmal beim geheimen Kabinett, da kann man hineinhorchen, und ich weiß gar nicht, angegraben ruht im Moment ein wenig. Ja, also es ruht, aber es ist nicht tot, keine Sorge. Es ist einfach eine Zeitfrage. Ich habe einiges schon in der Petto. Ich hatte auch lange jetzt gebraucht, bis wir jetzt hier wieder unser Arbeitszimmer wieder begehbar machen konnten. Das mit kleinem Kind und muss man sich die Zeit irgendwo gerade zusammensuchen. Aber keine Sorge, es geht auch weiter. Beide Podcasts werden weitergehen. Da kommt in nicht allzu langer Zeit auch wieder was Neues. Deswegen lohnt sich jetzt schon mal abonnieren und dann schon mal die anderen Episoden hören, wenn man das dann durch hat. Das Backlog, wie wir immer so gerne sagen, dann kommt auch schon wieder was Neues. Und sehr empfehlenswert, insbesondere das geheime Kabinett, immer wieder schön, weil das ja auch ein bisschen den skurrilen Blick, ich weiß nicht, ob skurril das richtige Wort ist, aber immer mit so einem zwinkernden Auge natürlich auf die Historie schaut und einfach trotzdem natürlich faktenbasiert und wissenschaftlich ist. Das ist ja das Schöne dabei. Und das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten. Wo wir schon bei der Werbung sind, kann ich auch noch auf eine Ausstellung verweisen, die ich jetzt auch offiziell verkünden kann. Wir haben quasi den Vertrag jetzt gerade unterschrieben. Im August nächsten Jahres, so Corona will, das auch doch zeigen können, nämlich eine Ausstellung über die Pest, die in Wittenberg im Augustium, also das ist das Haus vor dem Lutherhaus, gezeigt wird. Und da geht es ja genau um diese Dinge, was hat eigentlich sozusagen vergangene Seuchen mit uns heute zu tun? Wir haben Dinge, die Menschen damals vielleicht mit ähnlichen Problemen, ähnliche Lösungen oder vielleicht ganz andere gefunden und gesucht. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, dass wir das jetzt in den kommenden Monaten umsetzen können. Und das ist der August 2021, je nachdem, wann ihr das hört, damit ihr das einordnen könnt. Ach so, stimmt. Das ist Jahr noch dabei. Genau. Wir nehmen heute auf am Freitag, den 13. Das passt natürlich auch sehr schön. Ja, das ist auch sehr schön. Genau. Aber 2020, in einem Jahr, das fast schon selbst ein Freitag der 13. in Langform ist. Das ganze Jahr, genau. Stimmt. Wobei Freitag der 13. immer mein Glückstag war, weil ich an einem Freitag, den 13. geboren wurde. Ja. Also insofern sind bei mir im Leben eigentlich immer nur tolle Sachen passiert. Wenn wir denn überhaupt daran glauben. Wenn wir denn überhaupt daran denken, dass es einer ist. Genau. Ihr hattet jetzt auch, glaube ich, schon mal, einen Podcast? Das ist natürlich bei Ferngesprächen. Genau. Also das ist natürlich da keine seit den 50ern, glaube ich, erst als solches bekannt ist und vorher natürlich gar keine Rolle gespielt hat. Genau. Tag. Außer es war der Tag, an dem der Templerorden verhaftet worden ist. Jetzt habe ich das Jahr nicht mehr im Kopf. Oh Gott, müsste ich wissen. Jedenfalls vom französischen König sind da die Anführer der Templer in einer großen Aktion verhaftet worden. Das war Freitag der 13. Aber es
mehr oder weniger hat danach keine große Rolle gespielt, diesen Tag weiterhin zu erwähnen. Insofern taucht er erst in 15 Jahren wieder auf und spielt dann eine Rolle. Aber das 1307, ich habe gerade noch. Ah, danke, Ende. Danke, oh Gott, ja. Ach, könnte ich das vergessen, weil ganz genau. Ja, manchmal. Und ich muss noch teasern, wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt vorhin, bevor wir aufgenommen haben. Und aus diesem Vorgespräch alleine schon wieder ist noch ein Thema entstanden, was wir irgendwann mal, wir wissen noch nicht genau wann, so denn alles klappt, auch noch hier besprechen werden. Das, genau. Auf das freue ich mich jetzt schon. Also mit Mirko dann wieder. Genau. Ja. Und da könnt ihr jetzt mal dann Kerben im Kalender machen und gucken, wann wir das wieder schaffen, uns zusammenzufinden für eine Sendung. Stimmt. Im Grunde genommen könnte man das ja auch jede Woche machen, aber irgendwie Zeit rinnt immer durch die Finger. Oh ja, ja, genau. Selbst mit im Lockdown und mit Homeoffice kommt man da auch nicht dazu. Ja. Irgendwie hat es weiterarbeiten. Ja, man hat irgendwie weniger Zeit als vorher. Na gut. Mirko, das war wunderbar. Vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir empfehlen und verlinken alles von dir, dass man das finden kann. Und wir freuen uns ganz bald wieder von dir zu hören und mit dir auch zu podcasten. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein wollte. Tschüss. Alles Tschüss. Gut. Tschüss. Ja, Quellen und Links natürlich, wie schon von Mirko angekündigt, dann wieder auf unserer Homepage hoaxilla.com unter der Episode zu finden. Und immer wieder faszinierend, mit Mirko über solche Themen zu sprechen und so dieses Maß an Detailwissen abzurufen bei ihm, das ist echt großartig. Und diese Option, die er wirklich hat, dann vom 100. ins 1000. zu kommen, weil er einfach so unglaublich viel in seinem Kopf gespeichert hat. Also vielen Dank nochmal, Mirko, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Bonusteil, den man auch natürlich, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt lieber wissen, was es mit Jamais Vu überspringen kann, aber wir empfehlen das auf gar keinen Fall, dass man das tun sollte. Es ist allerdings natürlich hier ein Teil, der, ja, sagen wir mal, wir nennen das jetzt Werbung, was jetzt kommt, das müssen wir so titulieren, nicht, dass wir dafür Millionen bekommen hätten, aber es ist Werbung, und zwar sind wir eingeladen worden für den Premieren-Event der neuen Hörspielreihe Hideaway von Europa und Sony Music und waren dann bei einer Diskussionsrunde dabei mit der Redakteurin, ich würde sie eher als Showrunnerin Hilla Fitzen bezeichnen, dem Autor Christian Geilus, zwei Sprechern, die waren Hauptdarstellern dieser Hörspielreihe und das Ganze moderiert damals von Silke Schröckert, die der ein oder andere kennt als die Ehefrau von Daniel Schröckert, den man kennt aus den Rocket Beans. Und irgendwie ist das also eine Bubble. Und dieser Premieren-Event war ganz interessant, aber wir hatten danach dann die Gelegenheit, nochmal mit Hilla Fitzen und Christian Geilus ein Interview zu führen. Und das ist so ein bisschen zum Making-of geworden, weil wir natürlich sehr, sehr interessiert daran waren, wie so eine Produktion stattfindet. Und ja, wir entlassen euch jetzt mal in dieses Gespräch, was wir geführt haben. Dieses Gespräch zu einem Hörspiel, das thematisch, finde ich, wirklich sehr, sehr gut in die Hoaxilla-Welt passt. Ja, das definitiv. Also ähnlich wie dann, was ja so mehr so im Akt X-Horror-Bereich gespielt hat, handelt sich hier um Psycho-Thriller-Bereich mit einem Psychologen als Hauptdarsteller. Insofern, also wir haben bisher zwei Folgen davon gehört und werden jetzt demnächst auch die weiteren Folgen hören und wir fanden das sehr, sehr gelungen. Und weitere Details dazu kommen jetzt in dem Gespräch und daran anschließend dann, wie ihr eines von 5 Paketen gewinnen könnt mit allen Episoden des Hörspiels und dann lösen wir noch die Geschichte auf. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, gespoilert wird eigentlich nicht in dem Gespräch. Gar nicht. Insofern könnt ihr das jetzt ruhig hören, auch wenn ihr sagt, oh, ich habe aber die beiden Folgen noch nicht gehört oder ich habe überhaupt noch gar keine Folge gehört. Also das ist gar nicht schlimm. Kein Thema. Gar nicht schlimm, genau, das machen wir nicht. Ja, das war ein sehr schönes Event, was vor allen Dingen mir gerade schon Klarheit verschafft hat, ist, dass du im Grunde genommen, Hilla, ja die Showrunnerin gewesen bist bei dem Projekt. Also normal hat man ja die Erwartung, dass der Autor zu euch kommt und sagt, ich habe hier eine tolle Idee, aber in dem Fall war es ja umgedreht bei euch, ne? Habe ich das richtig verstanden, dass das so vom Konzept her war bei euch? Ja, das ist etwas, was viele von uns nicht so wissen. Das machen wir seit längerer Zeit. Also das betrifft auch sowas wie den kleinen Huibu oder die Hedda Hex. Oder das betrifft auch so Themen wie die Fuchsbande, die wir ganz neu entwickeln, wo wir im Grunde von Labelseite aus uns überlegen, was würde noch zu uns passen. Und so ist dann auch die Fuchsbande entstanden, so nach dem Motto, warum machen wir eigentlich keine Krimis für Kleinkinder, ne? Und was bedeutet das eigentlich? Und dann stelle ich diese Teams zusammen.
die da auch mit reinpassen. Oder wo ich denke, das harmoniert gut, da beflügelt sich die Kreativität gegenseitig, weil vielleicht, ja, ich bin so die Impulsgeberin, denke ich mal. Und dann für die Kreativen der Spiegel auch. Hochspannend. Ja. Ist das ein neues Berufsfeld innerhalb des Labels, was sich da entwickelt hat, gerade auch in Bezug auf die Erwachsenenunterhaltung? Also wir haben uns ja damals bei dem Wie-Dann-Event kennengelernt, da wart ihr ja alle gemeinsam, inklusive Sony, sehr aufgeregt, so nach dem Motto, das ist jetzt ein Experiment und es scheint ja für alle Beteiligten gut funktioniert zu haben, denn jetzt mit Hideaway geht's weiter, Wie-Dann 2 ist in Planung und die kreativen Synapsen feuern ja auch schon Richtung einer Fortsetzung von Hideaway, wie wir das gerade gehört haben in dem Premieren-Event. Das heißt, das ist ein neues Konzept innerhalb des Labels, was ihr etabliert habt. Du, also du meinst jetzt von der Entwicklungsseite her eines Stoffes? Ja. Das machen wir tatsächlich seit ein paar Jahren. Also ich habe jetzt schon einige Serien mit erfunden, mit entwickelt. Das ist natürlich etwas, was dann teilweise jetzt für Pressearbeit oder so etwas gar nicht so kommuniziert wird, weil es auch nicht danach gefragt wird. Man muss ja auch sagen, dass die jetzige Veränderung in den Medien auch dazu führt, dass wir überhaupt viel mehr quatschen über unsere Geschichten und über die Entstehung. Und klar, wenn nicht gefragt wird, dann kommt das natürlich auch so nicht raus, ne? Aber also für mich zum Beispiel, also bei mir ging das im Grunde vor 20 Jahren schon los, dass ich für mich entschieden hatte, ich möchte vor allen Dingen gerne Geschichten entwickeln. Das habe ich mir als Kind schon gewünscht. Und es mangelte mir aber auch immer an Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltekraft, um selber Autorin zu werden. Und so wo kam es von meiner Seite aus, gab es immer dann Kurzgeschichten. Und dann merkte ich, wie toll es ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das einfach besser können als ich, zu schreiben. Und gesagt habe, ja, ich muss ja nicht alles alleine können. Also habe ich angefangen, diese Teams zusammenzustellen und zusammenzubauen. Und ich habe selber schon vor, ja, schon jetzt 22 Jahren, dann angefangen mit den 5-Freunde-Geschichten. Da haben wir ja auch schon über 100 Folgen neu entwickelt. Und da stecken überall meine Finger und Fühler und mein Bauchgefühl, meine Ideen und so mit drin. Und auch da geht es oft als Impulsgeber. Aber natürlich haben wir auch Stoffe wie Wie-Dann, wo es auf meinem Tisch landet und wo ich dann quasi mit Raimund Weber zusammen die Geschichte durchdenke, auch ihm wieder Impulse zu geben, ist vielleicht noch ein Tick spannender, noch ein Tick besser, wie auch immer. Oder auch Ideen in die Runde zu werfen, wo die Autoren sagen, nee, das ist totaler Quatsch, das finde ich bescheuert. Also das ist das, was ich gerne möchte, ne? Und dann entwickeln sich daraus einfach sehr spannende Stoffe. Das ist im Grunde so ein Development-Prozess, wie es aus dem Filmbereich ist. Und ich habe auch schon seit vielen Jahren Kontakte in den Filmbereich und habe auch da schon einige Inspirationen mitnehmen können für meine eigene Arbeit. Und wie sehr sind so die Streaming-Dienste, wenn wir jetzt gerade auf den TV-Bereich mal schauen, diese Idee, staffelweise Dinge zu produzieren, war das eine Inspiration für euch? Also nimmt man sowas auf und sagt, eigentlich ist das eine gute Idee, was Umrissenes zu machen? Wenn es gut läuft, können wir es weiterentwickeln. Wenn nicht, haben wir aber ein gutes Produkt zumindest abgeliefert. Also hat man da hingeschielt in dem Bereich bei diesen Gedanken? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich total faszinierend, sich anzugucken, was sich in der Fernsehserien- oder Videoserienlandschaft getan hat. Das fasziniert mich komplett. Also wie es möglich ist, dass man plötzlich so viele Parallelhandlungen gleichzeitig verfolgen und aufbauen oder aufbauen und auch verfolgen kann und welche Möglichkeiten das bietet. Das finde ich große Klasse. Und natürlich hat uns das inspiriert. Natürlich aber trotzdem so etwas wie die Gruselserie ist ja trotzdem wieder eine geschichtenweise Dramaturgie. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Es ist anders. Es ist eine Erweiterung geworden. Und natürlich ist es schon so, dass jetzt, also eben, deswegen kann ich jetzt an Christian gleich weitergeben, diese Formate, die schon am Markt existieren, uns auch wieder den Mut gegeben haben, zu sagen, okay, dann probieren wir das auch mal aus. Wann ist das so losgegangen aus deiner Sicht, dass Hörspiele auch eine erwachsene Hörerschaft haben? Ist das was schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren existiert oder ist das was Neues, ein neues Phänomen? Also ich habe damals 1998, als ich anfing bei Europa, die ersten 3 Jahre auch die 3 Fragezeichen betreut als Produktmanagerin. Und da
kriegte ich zur Übergabe quasi die Telefonnummer vom Vollplayback-Theater in die Hand. Und das war so die Zeit, wo das alles so immens losging. So bis zu diesem Zeitpunkt war das so, dass die Leute das häufig heimlich getan haben. Das war ihnen peinlich. Ich selber. Das Vollplayback-Theater, nur dass das, die Leute verstehen, das ist im Grunde genommen, da spielen Schauspieler auf Tonsequenzen der drei Fragezeichen Dinge nach oder machen daraus ein eigenes Theaterstück aus den Audiosequenzen. Ne? Und das ist über komplett ausgebucht, wenn die auftreten. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe es ja nie geschafft, Karten zu ergattern, nur damit unsere Hörer das merken. Also da wurde es plötzlich öffentlich und heimlich. Wie meinst du das? Genau. Also man geht heimlich in den Laden und kauft sich das unter der Theke und dann hört man das, wenn es keiner mitkriegt, oder? Ja, oder natürlich viele, die das noch in ihrem Keller stehen hatten, ne? Und damals ging das so los, als wir dann anfingen, den ersten Auftritt mit dem Vollplayback-Theater auf der Wordcom damals in Köln. Das war eine spezielle Messe parallel zur Popcom. Das war die erste gemeinsame Begegnung mit den erwachsenen Fans. Ich hatte davon ehrlich gesagt keine Ahnung. Gut, ich habe vorher auch was anderes gemacht, ne? Und da ging das wirklich los, dieser Prozess, dass die Leute sagen, oh du, ich sag's ja echt, also ich muss ja wirklich sagen, ich tue das ja auch, ne? Tut ihr das auch? und so, und heute ist es schon eher so, wenn man sagt, jetzt im Laufe dieser Jahre, wenn man sagt, nee, ich höre keine Hörspiel zum Einschlafen, was? Das traust du dich? Das gibt's ja nicht. Also so, ich denke, dass viel über diesen Retro Gedanken und dieses wiederentdeckende Hörspiel aus der Kindheit, die uns als Kinder, also mich jedenfalls gestärkt haben, mich begleitet haben, mir auch Vorbilder geliefert haben, das wieder zu entdecken und auch zu merken, wie skurril das teilweise war. das ist das eine. Und daraus hat sich natürlich über die vielen Jahre hinweg eine komplett neue Branche auch entwickelt. Dass so viele, als wir damals mit Rückkehr der Klassiker anfingen, das war auch so mein Erstlingswerk bei Europa, da haben wir so eine riesen Europa-Rakete damals noch bei Karstadt veröffentlicht mit ganz vielen Kassetten noch. Live Band, Macabros, Gruselserie auch und so. Mhm. Und danach haben sich so viele Labels gebildet, gerade auch kleinere Labels, Independent-Labels, Produzenten, ich finde es so fantastisch, die sich da alle ausprobiert haben, wo fantastische Dinge entstanden sind. Mhm. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als plötzliche Erscheinung, sondern als Entwicklungsprozess über eine lange Zeit, wo natürlich auch das Thema Hörbuch unterstützend ist, wo natürlich auch unterstützend ist Podcast, also alles Audioinhalte generell erleben einfach für Erwachsene nochmal einen zusätzlich starken Boom mhm. in den letzten Jahren. Ja, und dann gerade natürlich solche Themen wie, wenn es dann für die Erwachsenen Hörspiele Richtung Horror und Thriller geht, das ist natürlich was, also ich kann sagen, ich lese wahnsinnig gerne sowas, ich höre auch wahnsinnig gerne sowas, ich habe auch wie dann quasi gesuchtet. Wie ist das, wenn man jetzt konkret so ein Projekt wie Hideaway zusammen entwickelt? Wie muss ich mir da so einen Tagesablauf zwischen euch vorstellen, also zwischen dir als Autor Christian und dir als Showrunner, Redakteurin Hilla, wie läuft das ganz konkret ab, der Alltag sozusagen in der Entwicklungsphase? Naja, Alltag, das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit immer nur an dieser einen Sache schreibt oder so. Ich bin ja Berufsautor, also ich lebe ja davon. Das heißt, ich schreibe mehrere Sachen immer gleichzeitig und teile mir das so ein. Aber es ist natürlich schon so ein Hin und Her. Also ich sag mal, am Anfang ist der Abstimmungsprozess natürlich viel größer, weil grundlegende Fragen müssen geklärt werden und eben, was wir vorhin auch sagten, irgendwie Erzähler, ja, nein, klappt das mit den Dialogen so, ist das so das, was ihr euch vorgestellt habt und so weiter, und dann eben auch mit dem Studio zusammen. Das ist natürlich alles mit Computer und E-Mail und alles eben voll easy, nicht? Also ich meine, das kann man einfach so, schreibt man so hin und her. Manchmal haben wir Tage gehabt, wo ich also so eine Riesenlatte von Mails immer so mit Hilla hatte, wo man immer nur so hin und her geschrieben hat, so, das ist so und so, nee, das ist so und so, ja, dann machst du so und so, nicht? Wenn man dann an die, also als ich dann an die Skriptarbeit gegangen bin, nachher, als die ersten beiden Bücher so quasi abgestimmt waren, dann habe ich das schon so ein bisschen wie Autoren das machen in ihrem Kämmerlein, nicht? Also dann schreibt man das irgendwie, bis man so denkt, so, so, das ist jetzt rund, und dann habe ich ihr das geschickt und dann hat sie das angeguckt und dann hat sie halt das angemerkt oder geschimpft oder sonst irgendwas.
Und dann macht man halt weiter, ne? Geschimpft. Ja, manchmal schimpft sie auch. Selten. Einmal habe ich geschimpft. Ja. Sag euch nicht noch. Aber einmal habe ich tatsächlich geschimpft, weil ich nicht mehr durchgeblickt habe. Und dann habe ich gesagt, du darfst auch unsere Hörer nicht komplett überfordern. Wenn ich Hörerin wäre, dann würde ich jetzt hier aussteigen. Also wir sind beide schon auch so emotionale Typen. Das ist dann nicht böse gemeint, sondern das muss dann einfach raus. Nein. Aber ich fand es so krass, selber auch, ne, selber so mitzugehen in der Entwicklung. Und bei mir ist es auch so, dass ich zwischendurch, während eben Christian geschrieben hat, auch immer versucht habe, alles zu vergessen, was wir besprochen haben, das Treatment nicht mehr auszupacken und zu vergleichen, sondern jedes Mal, wenn von Christian etwas kommt, mit komplett frischem Kopf, Herz reinzugehen. Und zu Anfang war es auch so, dass ich dann immer in Vorbereitung, beispielsweise für die Folge 3 oder 4, dann habe ich nochmal die 1, 2, 3 vorher nochmal gelesen, um dann im Flow zu sein für die 4. Und es geht ja nicht um zu kontrollieren, hat er das auch so umgesetzt, was wir gemacht haben, sondern wie reagiere ich da drauf? Wie fühlt sich das an? Und wie ist der Fluss? Und aber noch was zu ergänzen? Also aus Autorensicht, also zumindest bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwie was schreibe, also ich merke natürlich irgendwie, hat das Hand und Fuß oder ist das jetzt ganz blöd, weil ich habe einen schlechten Tag oder sowas. Aber wenn ich was schreibe und abliefere, dann denke ich grundsätzlich, das ist gut. Also es ist nie so, dass ich irgendwie denke, das ist totaler Schrott oder sowas, nicht, sondern ich mache es so gut, wie ich es kann. Und dann brauche ich aber sozusagen den Gegenpart, der das eben liest und aus seiner Sicht oder bei Hiller eben aus ihrer Sicht aus einer ganz anderen Warte liest und dann eben sagt so ja, aber das verstehe ich nicht und wieso sagt er eigentlich das? Das ist, finde ich, gar nicht so plausibel. Und in dem Moment denke ich dann eben auch ganz oft so, ja, stimmt eigentlich, ne? Aber das ist eben, das braucht man eben auch. Mhm. Das ist unterschiedlich jetzt mit Verlagen und so weiter. Also gutes Lektorat, sage ich mal, das ist schon echt die halbe Miete. Also für einen Autor. Musstest du bei dem Hörspiel jetzt, wenn du das schreibst, musst du da uneitler sein als bei einem Roman, weil das Lektorat ja offensichtlich hier viel, viel schneller ist. Also und folgenweise oder episodenweise vielleicht erfolgt. Bei einem Buch ist ja typischerweise, dass man längere Passagen an den Lektor gibt oder im Zweifelsfall das ganze Buch und dann kommt eine Überarbeitungsidee später. Ist das hier schneller bei so einer Hörspielproduktion? Und du hast es gerade schon beschrieben, ist es dann einfacher, etwas uneitler zu sein, zu sagen, das ist eine gute Idee und nicht zu sagen, ich muss jetzt meine künstlerische Vision gegen das Gesamtkonzept durchdrücken. Hilft das oder ist man dann doch manchmal ein bisschen alt und sagt, nee, die Idee finde ich so gut, da muss ich jetzt für kämpfen, dass das drin bleibt im Skript? Also wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann kämpfe ich dafür auch so. Aber so grundsätzlich also sage ich jetzt mal, ohne dass das komisch klingen soll, bin ich nicht so besonders eitel. Also ich sehe mich auch wirklich eher so ein bisschen als Handwerker oder so. Ich weiß schon, dass ich Ideen habe und auch gute Ideen haben kann. Und ich weiß auch, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Aber für mich ist das eben so ein Entwicklungsprozess. Und beim Hörspiel ist das natürlich insofern einfacher und schneller, weil das viel schneller geschrieben ist. Also das sind ja nur Dialoge, keine Ahnung, wie lang die Skripte jetzt waren, 60, 70 Seiten oder sowas. Das schreibt man, sage ich mal, vielleicht in 2 Wochen und einem Roman schreibt man ein halbes Jahr. Mhm. Nicht? Also das ist irgendwie dadurch schon was ganz anderes. Und wenn man dann einen Roman schreibt und gibt den ab und der Lektor sagt so, wir haben uns wohl missverstanden, dann ist es natürlich echt kacke. Ne? Ja, also, genau. Deshalb ist es natürlich viel besser, wenn man so ein direktes Feedback kriegt und sagt so, du schreibst gerade in eine falsche Richtung. Wir haben eigentlich das mehr so gedacht, das ist natürlich viel besser dann. Mhm. Das klappt sehr gut. Also ich muss Hiller loben. Sie mit ihr zu arbeiten ist eine große Freude. Wir machen ja nicht nur Hideaway, sondern mittlerweile auch noch andere Sachen und es ist immer ein großes Vergnügen. Jetzt machen es ja manche, achso, entschuldige bitte, ich wollte dir jetzt nicht die Möglichkeit nehmen, drauf zu antworten. Achso, nochmal, ich wollte, ja, wir lobhudeln uns auch gegenseitig total. Ja, nett, immer, machen wir auch. Das ist total klasse. Also es ist wirklich immer so dieses, also was ich dir echt mal sagen wollte, das ist, fand ich so gut und so klasse auch, wie du auf meine Wünsche reagierst oder toll, wie du hier
Rückmeldung gibst und sowas. Also das ist einfach, ja, das macht richtig viel Spaß. Das merkt man aber auch, glaube ich, am Produkt. Ja. Wir versuchen ja auch zu arbeiten mit Menschen, mit denen wir gerne zusammenzuarbeiten, weil das Produkt am Ende immer besser ist, als wenn das so eine Quälerei und ein Angang ist. Und wenn alle Herzblut haben und zufrieden sind, dann ist das Produkt in der Regel zumindest am Ende auch besser, als wenn das immer so ein Tal der Tränen ist, dass durch das alle gehen müssen, aber das Produkt muss ja fertig werden. Das finde ich, wir durften ja bisher nur die ersten beiden Folgen hören, leider, also, aber es kommt da ja schon durch. Wir gehen gleich auch nochmal auf den Inhalt ein. Christian, du hast, wenn man so guckt, was du so getrieben hast in der Vergangenheit, das macht man ja, wenn man sich selber für einen ernstzunehmenden Journalisten oder Publizisten hält, so jetzt kommt der Anspruchsteil dieses Interviews, du hast von Kinderbüchern, du hast einen Kommissar in Hamburg geschrieben, du hast Horrorhörspiele geschrieben, du hast bekannte Romanstoffe bearbeitet, Krieg der Welten hast du mal als Hörspiel dann bearbeitet. Wenn du das so alles reißt, was ist für dich dasjenige, was wo du sagst, das mache ich am allerliebsten? Oder ist es so, dass du sagst, das Tolle ist, du hast ja gerade schon gesagt, dass du wirklich als Autor davon leben kannst, das Tolle ist, dass ich immer die verschiedenen Segmente habe und da heute habe ich mehr Lust oder ehrlicherweise, jetzt habe ich einen Auftrag für ein tolles Hörspiel, dann hänge ich mich da rein, kann aber parallel schon am nächsten Kinderbuch schreiben. Gibt's Lieblings, Väter nach Lieblingskindern fragen, ist mal gut, ne? Gibt's irgendwas, was dich besonders kitzelt emotional oder ist es immer das aktuelle Projekt? Ja, eigentlich ist es immer das aktuelle Projekt. Also man muss dazu sagen, dass wenn du das jetzt so aufzählst, du machst das und machst das und so, das klingt natürlich viel, aber das ist auch viel Ausprobiererei. Also das hat sich so ergeben und zwar mit der Entscheidung eben vor 10 Jahren nochmal, ich habe auch schon vorher geschrieben und auch Sachen verkauft, aber vor 10 Jahren habe ich mich eben nochmal hingesetzt, aber ich hatte in der Werbeagentur gearbeitet und das ging halt bergab da einfach und ich hatte nochmal überlegt, was mache ich jetzt, wie orientiere ich mich neu und ich wollte halt immer Schriftsteller sein, schon als Kind, das war immer mein Traum und dann habe ich halt gedacht, so, okay, also wenn du das jetzt machen willst, dann musst du das jetzt wirklich dann nochmal angehen. Und das ist halt irgendwie nicht so leicht. Also erstmal veröffentlichen ist nicht so leicht und damit Geld zu verdienen ist noch viel, viel schwerer. Und davon zu leben und womöglich noch eine Familie zu ernähren, ist richtig schwer. Mhm. Und ich habe, als ich mein, weil du den Hamburger Kommissar, der Dirk gewesen, der liegt mir sehr, sehr am Herzen. Das war mein erstes Buch, was veröffentlicht worden ist. Als ich das dem Heine Verlag verkauft habe, also meine Agentin hat das verkauft als Zweibuchvertrag, da dachte ich eben so irgendwie so, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du Schriftsteller, da läuft die Reihe, jetzt schreibst du jedes Jahr einen Kommissar und der wird verfilmt und alles geil. So, und dann kommt das Buch raus und keiner kauft's und dann stehe ich quasi wieder da. So, und muss überlegen, so, was mache ich denn jetzt, ne? Und das ist eben so ein paar Mal passiert und da habe ich eben bestimmte Sachen ausprobiert. Zum Beispiel dieses Lovecraft Letters ist eben so eine Horrorsache, aber das ist eigentlich auch die einzige Horrorsache. Mhm. Ich bin nicht so der Fantasy-Typ eigentlich, aber Lovecraft hat mich geprägt, so, und deshalb wollte ich mit dem immer mal was machen und das hat sich dann eben so ergeben. Und bei Krieg der Welten, der Bearbeitung, das ist, also ich habe einmal ein Roman von H.K. Nessa bearbeitet, irgendwann mal für Deutschlandradio oder so. Und das ist die einzige Bearbeitung, die ich sonst gemacht habe. Einfach weil der Olli Döring auf mich zugekommen ist, weil wir uns kennen von früher. Und wir hatten uns einmal aus den Augen verloren und dann haben wir uns über Facebook wieder getroffen und dann sind wir Burger essen gegangen und so weiter und dann hat er gesagt, ja, mal jetzt H.G. Wells und so, hast du Bock und so und dann habe ich gesagt, naja, klar, logisch, ne, immer auf Jobsuche. Das hat sich so ergeben und das ist eben viel Ausprobiererei und es ist eigentlich erst jetzt so, dass ich den Eindruck habe, ich komme eben so ein bisschen in, oder ich finde so meine Themen, sag ich mal, und das ist eben einmal Krimi-Thriller, ganz klar, also das Hideaway macht einfach richtig geil viel Spaß, ne, und über so eine lange Strecke zu schreiben, das ist ein Geschenk, sowas zu machen, nicht? Also das ist so ein Ding und Kindersachen habe ich einfach schon immer geliebt. So, und Comedy finde ich auch toll. Also das sind so vielleicht so diese drei Schwerpunkte, die ich jetzt so setzen würde. Aber alles, was ich gemacht habe oder fast nahezu alles, was ich gemacht habe, ist auch irgendwie so ein bisschen auf meinem Mist mitgewachsen. Das ist jetzt nie so gewesen, dass ich dachte so, boah, jetzt muss ich was schreiben oder habe überhaupt keinen Bock. Also das passiert eigentlich, ist eigentlich, glaube ich, noch nie passiert. Mhm.
Wie sehr hilft es, mit Sony und Europa jetzt einen Partner zu haben, der auch mal was du machst, ordentlich promotest? Weil wir kennen viele, viele Autoren, die sagen, selbst wenn sie ein super Buch geschrieben haben, am Ende, wie du schon sagst, das Produkt ist super, aber keiner kauft, weil unter Umständen auch gar keiner weiß, dass es existiert. Das ist ja ein Riesenproblem. Wenn Werbung gemacht wird, dann muss ich das selber machen als Autor. Das ist ja inzwischen leider auch. Wie nimmst du das wahr, jetzt in so einem Projekt mit Hideaway zu sein, wo es wirklich eine gute Kampagne gibt über auch die sozialen Netzwerk hinweg. Wir haben gerade den Premieren-Event gehabt. Ist das was, wo man sagt, das finde ich froh, das macht mich auch glücklich, dass mein Werk vielleicht anders gewertschätzt wird, was ich da abgeliefert habe? Nee, ich will eigentlich lieber verkannt werden und so. Das fände ich eigentlich besser. Hätte ich jetzt auch erwartet von einem Autor. Der spitzwegsche Poet mit dem Regenschirm. Genau. Und dann, ja. Nein, also unter uns, Europa ist der Kracher, ja, also nicht nur hier dieses ganze Marketing und so weiter und dass man hier so seine Sachen machen kann, das erzähle ich gleich. Ich meine auch, was die Miete und Fixkosten angeht, ja, ist das einfach überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwas, heller hör weg, mit irgendwas anderem, ja, also das ist einfach rundum großartig, ja. Ich hatte ja, bevor ich Glashaus für Audible gemacht habe, ich hatte schon ganz viel Hörspiele geschrieben. Eigentlich komme ich ein bisschen vom Hörspiel. Mhm. Ich habe für die ARD Sachen geschrieben, so Ende der 90er und so. Und das lief dann alles irgendwie nicht und funzte irgendwann nicht mehr. Ich habe aber immer weiter Hörspiele geschrieben, aber keiner wollte sie ja irgendwie haben. Und dann kam ich mit dieser Lovecraft Letters Idee, das war eigentlich eine Hörspielidee. Die habe ich dann irgendwie überall rumgereicht und wollte wieder irgendwie keiner machen. Und dann hatte ich für mich intern das Hörspiel ehrlich gesagt abgehakt, weil ich dachte, das gibt auch gar keinen Markt. Also weil da gab es diese ganzen Erwachsenenproduktionen vor Audible ja noch gar nicht. Und dann habe ich echt schweren Herzens gesagt, irgendwie, okay, dann ist das Hörspiel halt nicht mehr so. Und dann kam dieses Ding über Johanna Steiner von der Lauscher Lounge, eben dieses Audible-Ding mit Glashaus. Und dadurch ist das Ganze dann irgendwie so wieder in Fahrt gekommen. Und das ist toll. Also weil ich eigentlich jetzt so das Gefühl habe, hier mit Europa und Hideaway und dann schreibe ich ja noch 5 Freunde und solche Sachen und so. Also tatsächlich das zu machen, worauf ich echt immer Bock hatte. Und dafür auch noch anständig bezahlt zu werden. Und geile Promo natürlich auch noch, logisch. Christian, also Unterstützung ist das eine. Ist es denn angenehmer, sage ich mal, in einem Konzept zu arbeiten mit einer Showrunnerin wie Hiller, die im Grunde genommen den Rahmen vorgegeben hat und in den du dich reinfügen kannst? Oder arbeitest du lieber im Grunde genommen komplett frei, dass du in deinem Kämmerlein sitzt und sagst, jetzt habe ich eine Idee für ein Ostsee-Krimi und dann fange ich den an zu schreiben. Was ist einfacher für dich oder was machst du lieber? Ach, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also eigentlich beides. Es hat sich halt so ein bisschen so ergeben, dass jetzt eben doch vermehrt in den letzten Jahren vermehrt auf mich zugekommen wird und gefragt wird, hast du Lust, das und das zu schreiben? Oder ich habe eben die Verlage wie Basta Lübbe oder so mit meiner festen Lektorin, wo man dann einfach sagt, soll ich was schreiben? Was könnte es sein? Und dann sagt sie so, ja, Regionalkrimi. Ich sag so, ja, dann mache ich Nordsee, da kenne ich mich aus. Und dann sagt sie, nee, gibt's schon, mach mal Ostsee. Ich sag, ja, war ich ja noch nie. Sagt sie, ja, dann fahr halt hin. So, also das ergibt sich so ein bisschen und da kann ich mich eigentlich ganz gut drauf einstellen, dass ich hatte, was so Ideen angeht, einfach noch nie das Problem, mir irgendwas auszudenken. Also das, mir fallen einfach Sachen ein. Wenn ich mir was ausdenken soll, mache ich das. Und ich habe eben festgestellt, dass viele Sachen, die ich mir eben ausdenke, die Leute nicht interessieren unbedingt. Also von daher ist es schon so langsam ganz gut, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, denk dir mal was aus, was wir auch gut finden. Das spart schon auch Arbeit, ja. Mhm. Als ihr angefangen habt, über dieses Projekt nachzudenken, Hiller, als du die Idee entwickelt hast mit Studio Stil zusammen und dann als du als Autor, Christian, dazugekommen bist, habt ihr da an irgendeinem Punkt gedacht, so, wir haben uns jetzt dieses Thema, was ja ein psychologisches ist,
vorgenommen, wir müssen jetzt anfangen, uns erstmal fortzubilden, wir müssen jetzt erstmal in die Tiefe recherchieren, um überhaupt irgendeine Basis zu schaffen? Oder habt ihr gesagt, nee, wir wollen eine gute Story entwickeln und das ist eigentlich das Ziel und diese ganzen auch medizinischen Details, das ist für uns erstmal zweitrangig? Also was das Psychologische angeht, kann ich nur sagen, dass ich so eine Geschichte nicht vor 30 Jahren hätte entwickeln können. Mhm. Da ist eine Menge Lebenserfahrung mit drin, eine Menge Geschichten von Menschen, die mir sozusagen das Vertrauen gegeben haben, zu sehen, gibt es diese Emotion, von der Christian schreibt, kann es die geben, kann es die nicht geben. Weil ich auch in vielen Hilfsprojekten unterwegs bin und durchaus mit Traumatisierung auch quasi tatsächlich von sehr persönlichen Gesprächen ins Vertrauen gezogen wurde. Und das hilft natürlich sehr, sonst hätte ich mir das niemals zugetraut. Und das ist sicherlich aber auch der Grund gewesen, weswegen ich gesagt habe, ich würde so gern mal etwas über Traumata machen. Was macht das mit den Menschen? Wo kommen die her? Was bewirkt das? Und wie kann man sie vielleicht sogar wieder loswerden? Und insofern, ja, und ich habe dann allerdings schon auch in Literatur gestöbert, die Christian mir empfohlen hatte, beispielsweise von der Julia Shaw, dieses Buch, was du ja auch vorhin so schön auf deinem Tisch liegen hattest, Christian, oder auch immer hast, um das psychologisch zu unterfüttern. Aber diesen medizinischen Part, da habe ich mich komplett rausgehalten, weil das kann ich nicht. Mhm. Und da habe ich mich auf Christian auch einfach verlassen. Also was nämlich auffällt, finde ich, ist, dass die Figuren wahnsinnig greifbar und plastisch sind und die Geschichte zwar sehr detailreich ist, aber trotzdem so, dass man sie sehr schnell und sehr intuitiv erfassen kann und das Ganze wahnsinnig lebendig und authentisch wirkt. Und das zieht sich auch dann durch, vor allen Dingen, und das finde ich besonders faszinierend, in die Dialoge. Mhm. Also ich habe ganz oft, selbst bei Fernsehserien, manchmal das Gefühl, ja, aber so spricht eigentlich keiner wirklich und so verhalten sich Menschen nicht wirklich und oftmals wirkt es wirklich so ein bisschen steif und aufgesetzt und bei euch in dem Hörspiel hatte man wirklich das Gefühl, mit diesen Leuten am Tisch zu sitzen. Ich fand es auch bei dem Event so schön, als die Sprecher beschrieben haben, dass sie sich wirklich sofort in die Rollen eingefühlt haben und echt das Gefühl hatten, auch wenn sie vielleicht physischen Abstand zu ihren Kollegen hatten, dass sie ganz nah zusammen gewesen sind und ist das etwas, was man nicht lernen kann, sondern als Talent mitbringen muss? Oder kann man sich das erarbeiten? Ist das etwas, auf das man fokussieren kann und sagen so, kann, so diese Art von Storybuilding, diese Art von der Erschaffung von Welten und Figuren, kann man lernen? Ja. Ja. Ist das Handwerk oder ist das immer so die Frage, es ist eine Mischung aus beidem? Gott, weiß ich nicht. Nee. Also grundsätzlich glaube ich, dass man alles lernen kann, so mehr oder weniger. Und ich mache das ja schon total lange. Also ich mache das mein Leben lang. Also ich habe mit 9 beschlossen, Schriftsteller zu werden. Also ich bin jetzt 53, ist ewig her. Und ich habe immer geschrieben und ich habe, keine Ahnung, 100 Hörspiele geschrieben und ich habe eine Drehbuchausbildung gemacht. Ich habe auch, wenn ihr das auf meine Website oder recherchiert habt, ich habe ja auch für Filmpool diese Dialogbücher für Alexander Holt und so diese Shows, die es früher gab, diese Gerichtsshows, habe ich auch ungefähr 100 Bücher geschrieben. Also Dialoge kann ich einfach. Also Bücher schreiben finde ich auch viel mühsamer, sage ich mal, schwieriger, aber mittlerweile kann ich es auch ganz gut, weil ich viele geschrieben habe. Aber Dialoge fällt mir auch überhaupt nicht schwer. So, und ich glaube, das ist Übungssache. Also einmal muss man natürlich zuhören. Mhm. Dass da 2 Kinder sind in dem Alter bei diesem Hideaway, ist natürlich kein Zufall, weil ich habe auch 2 Kinder. Und da kriege ich ja alles mit sozusagen, auch wie die sprechen, was die machen, was die sprechen, wenn die glauben, man hört nicht zu und so weiter. Nicht? Und daraus schöpft man natürlich auch. Und bei den Dialogen finde ich eben das Wichtigste nicht so sehr, was gesprochen wird, weil die Geschichte, die konstruiert man, ne? Also da sagt man halt irgendwie so, okay, hier, das ist der Plot und da ist jetzt diese Person und die kriegt das raus und das führt dazu und am Ende weiß sie das. Also das ist ja letzten Endes irgendwie immer so ein bisschen dasselbe, aber eben wie das ausgestaltet wird. Und ich habe zumindest gelernt, dass viel wichtiger, also eigentlich glaube ich echt noch viel wichtiger als die Handlung sind die Charaktere. Also die Charaktere müssen stimmen. Mhm. Und
wenn die funktionieren und wenn die ein Eigenleben haben, dann können die miteinander interagieren und dann funktioniert das einfach so, sage ich mal. Da muss man jetzt nicht, ich sitze da nicht und denke über einen Satz nach, sondern ich schreibe einfach irgendwas, nicht? Also da ist der eine und das ist der andere und dann lasse ich die einfach mal plaudern. Und ich glaube, wenn man das gut kann und einigermaßen drauf hat, dann kann man die eben auch einfach mal reden lassen, ohne jetzt genau zu wissen, worauf das so hinausläuft oder wie sich das entwickelt. Und es könnte sein, dass dadurch manchmal eben so eine gewisse Spontanität kommt, dass die Leute eben Sachen sagen, die man jetzt gar nicht so erwartet. Oder wie in so einer Küchenszene oder so. Also es ist nichts zufällig. Also dass da diese Kartoffeln sind und dass die kochen und dass die am Ende überkochen, das ist natürlich bewusst gesetzt. Ne? Aber ich versuche das natürlich dann eben, das war jetzt nicht von Anfang an, dass ich dachte, da muss ein Topf mit Kartoffeln kochen, sondern ich dachte, die sind in der Küche, machen Essen, so, jetzt gucken wir mal, was passiert. Nicht? Aber dass man die dann eben abschließt damit, dass es überkocht und so weiter. Dadurch ergeben sich dann eben auch viele Sachen, nicht? Dass dann eben die beim Tisch sitzen und er sagt so, boah, das ist ja lecker, nicht? Und das Kind sagt, das ist total matschig und so, also weil jeder hat ja seine eigene Sicht auf die Dinge. So, ja. Da möchte ich gerne noch was ergänzen. Also ich denke, dieses kenne deine Figuren gut, das ist was du sehr, sehr gut kannst. Und dadurch bekommen die alle, natürlich noch nicht auf der ersten Seite, auf der allerersten Seite, die geschrieben ist, welche auch immer das ist, die auch meistens gar nicht veröffentlicht wird, sondern wie bei so einem Rollenspiel, ne? Ich hatte immer das Gefühl, der sitzt da an seiner Schreibmaschine. Ich habe immer gedacht, du hast eine Schreibmaschine. Der sitzt da an seiner Schreibmaschine und hat dann irgendwie so, der hat seine Figuren so um sich herum und die sagen dann, was sie tun würden in der Situation. Also der Auto führt Protokoll sozusagen. Ja, so ungefähr, ne? Empfängst du das, ne? Oder eben fragt die auch, ne, wie geht's dir denn jetzt so, ne? Also, weil so diese Fragen stelle ich auch teilweise, wenn ich Bücher lese oder Manuskripte lese, ich sage, okay, wie fühlt der sich denn jetzt? Kommt das denn eigentlich rüber? Passt das denn zu der Stimmung von eben? Warum, was war denn? Die Motivation eben war doch noch eine andere. Was ist denn da? Und das ist immer ein Zeichen, wenn man die Figuren noch nicht so genau greifen kann. Oder ich selber zum Beispiel, ich kenne das gerade, also bei den 5 Freunden, die begleiten mich ja doch schon sehr, sehr lange. Und da ist es wirklich so, dass mir teilweise die Figuren, gerade die George, ganz gerne mal morgens beim Frühstücken begegnet. Also, ja, ich, ne, also, und mir so ins Ohr flüstert, oder meine Fantasie flüstert immer, ey, nee, also das, was du da gestern gelesen hast, der Satz, das bin nicht ich. Das ist Anne. Oder, ne, also gerade bei diesem Zweiergespann ist das immer ganz interessant, welches Mädchen steht denn jetzt für welche Verhaltensweise. Und das finde ich so ganz faszinierend. Also ich weiß, wenn, ganz egal welcher dieser 10 Bücher auch Studio Stil mit Christian Hagete und Simon Bertling bekommen haben, die waren immer komplett geflasht. Die sind ja beides Komponisten und Musiker. Und die meinen, wow, das ist echt wie Musik, diese Dialoge, das fließt. Ja. Das ist unglaublich. Also wohlgemerkt, wir haben bisher die ersten beiden Folgen gehört, aber auch das ist aufgefallen. Also gerade wenn man, ihr habt das angesprochen, in der Premierenveranstaltung eben keinen Sprecher oder sich bewusst gegen diesen klassischen Sprecher, der das Setting Erzähler, ja vorgibt, also genau, den Erzähler, entscheidet, dann ist es ja umso wichtiger, dass die Figuren die Geschichte tragen und die Dialoge so natürlich sind. Und da stimme ich Alexa schon zu. Also wir hören auch relativ viel und da trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen. Die können technisch super produziert sein. Du kannst gute Musik haben, du kannst gute Soundeffekte haben und so. Wenn die Dialoge nicht leben und man das Gefühl hat, diese Figuren sind gerade nicht in der Situation, dann nimmt einen das ein Stück raus. Und das ist bei Hathaway bisher, zumindest bei den ersten beiden Folgen, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das verändern wird. Auch da kann ich euch dann ja demnächst auf dem Laufenden halten beim Hören. Aber mit dem Tagebuch. Das ist also diese Essensszenen, die ja immer wieder auch besprochen werden in diesem Setting von Roberts mit seiner Schwester und den Kindern. Man kann das sogar nachvollziehen. Also in dem Moment, wo man es hört, sitzt man dann plötzlich da mit am Tisch oder ist die Fliege an der Wand und das gelingt wirklich sehr, sehr gut. Also das Kompliment unterstreichen wir gerne nochmal. Danke, danke. Also zu diesen Familienszenen, ja genau, Christian, ein großes Kompliment. Und zu den Familienszenen möchte ich eigentlich dann doch jetzt auch nochmal was ergänzen. Also die Claire und die Mary, die beiden Töchter von, oder die Nichten von Roberts, das sind ja die Töchter von
von Christian Hagitte und Simon Bertling. Ne? Ach. Das ist natürlich auch ganz toll, dass die auch diese familiäre Stimmung da auch nochmal tatsächlich durch deren Familienerfahrung mit begleitet werden. Ne? Ja. Also wenn und, ich also, ja. Die Claire kann super schmatzen, finde ich. Also ich habe kaum ein Kind, was so klasse beim Schmatzen sprechen kann. Ja. Super. Also wenn ich noch mal was ergänzen kann, was ich vorhin auch noch schon mal dachte, das habe ich auch schon manchmal jetzt so gehört in irgendwelchen Foren und so weiter. Also so ein Hörspiel zu machen, ist unheimlich aufwendig. Und das ist wirklich von 0 bis 100 alles quasi selbst gemacht, nicht? Also mit selbst gekomponierter Musik und so weiter. Ich glaube, dass bei dieser Vielzahl von Hörspielen, die es so gibt und die man so hört, macht man sich das manchmal vielleicht gar nicht unbedingt so klar, weil man eben auch vieles aus der Konserve nehmen kann an Geräuschen und so weiter und so fort. Aber dass man das wirklich also so komplett aufbaut und dass der Text, die Dialoge sind nur ein Stück, ja, also das Ganze lebt auch dadurch, dass das eben toll gesprochen ist, dass die Sprecher das so richtig toll rüberbringen, dass aber auch die Atmosphäre erzeugt wird und diese Musik, also die Musik hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, nicht? Ja. Die hat mich umgehauen, als ich das gehört habe. Also das war echt so, ich habe es ja auch dann erst gehört, als die erste Folge dann so fertig war, im Rohschnitt sozusagen. Wo so einige Szenen, also gerade in Folge 3 war so eine Szene, wo ich echt dachte, boah, das ist ja wie aus so einem Hitchcock-Film. Das ist ja richtig geil. Also das ist schon wirklich echt richtig aufwendig gemacht und jetzt nicht irgendwie so 0815, dass man sagt so, ey, komm, lass mal Kohle abzocken, indem wir schnell mal so ein Hörspiel rausziehen. Mhm. Ich meine, wir haben 2 Jahre daran gearbeitet. Mhm. Ja. Das wäre auch quasi so eine der Abschlussfragen von uns gewesen, auch an dich nochmal gerichtet. Das ist ja schon, glaube ich, vom Produktionsniveau, so nehme ich es zumindest wahr und so klingt's. Und wenn man euch sprechen hört, das war bei Vidan ja schon ähnlich, ist das nochmal eine Schippe mehr, als man sonst in Hörspielproduktionen macht. Also wieder so dieser Blick, wir wollen im Prinzip wie Netflix, die sagen, wir drehen Serien wie Filme, wir machen jetzt Hörspielproduktionen auf einem anderen Niveau. Das ist ein Investment, was ihr da ja auch gemacht habt. Da wart ihr mit die Ersten, die gesagt haben, wir legen das jetzt die Latte nochmal 2 Stufen höher. So in der Betrachtung, wie dann war jetzt startet gerade Hideaway, die ersten Kritiken kommen ja rein, ist der richtige Weg gewesen, oder? In deiner Wahrnehmung auch, oder? Also es ist tatsächlich diese Denke von Anfang an gewesen, Netflix für die Ohren. Das ist dass sowohl das Storytelling als auch die Intensität der Inszenierung und auch eben die Länge und Tiefe der Geschichte. Ich glaube, dass wir darüber auch viele begeistern können, die vielleicht bisher nur Hörbücher hören oder die eben wirklich Netflix gucken und die sagen, ach Mensch, da höre ich jetzt doch mal rein. Das wäre natürlich schön, wenn uns das gelingt, auch zusätzlich noch Hörer auch für dieses Genre zu gewinnen oder zurückzugewinnen, die als Kinder gehört haben und dann sagen, ach Mensch, als Erwachsener kann ich das auch nochmal tun. Und ja, das war auch einfach jetzt für in dieser ganzen Mischungsphase, auch beim Studio, das war natürlich unglaublich intensiv, ne? Und dann auch die ganzen Geräusche und so vieles davon ist ja auch handgemacht und also wirklich jede Folge 100.000 Mal durchlebt, bevor sie ins Presswerk gegangen ist. Und das muss man sich auch trauen, ne? Also die Intensität, mit der Studio Stil die beiden und das Team auch dazu an die Produktion geht. Also ich hab Simon Bertin kennengelernt, damals bei Edgar Allan Poe. Das war eine Live-Lesung auf so einem Kölner Audio-Event. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Und wir haben uns damals angeguckt und habe gesagt, ich glaube nicht, was ihr hier macht. Das glaube ich einfach nicht, was ihr hier macht. Das ist ja einfach mega, mega, mega klasse. Also das will ich auch. Sowas will ich auch. Mhm. Also das ist, ich finde es gut. Es lohnt sich. Also es ist ganz viel Liebe mit reingegangen,
was sein muss, wenn man so authentisch auch sein will und so überzeugend sein will. Wir haben jetzt auch im Vorfeld so uns ein paar Menschen angehört, die so generell sprechen über das Hören von Hörspielen und das auch ins Verhältnis setzen zum Anschauen von Netflix-Serien oder so. Und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass ganz viele das auch als Mittel der Entschleunigung nutzen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie können sich dabei besser entspannen und einfach auch ihre Fantasie einfach mal mitlaufen lassen und dann eben das ergänzen, was man nicht sieht, sodass man dann eben dieses berühmte Kopfkino hat. Habt ihr auch den Eindruck, dass das gerade jetzt so in diesen Zeiten, die ja wahnsinnig komplex und auch schwierig sind für viele, nochmal einen ganz anderen Anklang findet bei den Menschen, das Hörspiel an sich? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, also was wir jetzt festgestellt haben, gerade ausgerechnet in den letzten Monaten, ist, dass dieses Zusammenhören zu Hause einfach nochmal einen neuen Pfad aufgenommen hat. Gerade auch im Kinderserienbereich, das auch so mein Ziel zu sagen, lass uns immer Family Entertainment machen und nicht nur Kinderunterhaltung. Dass ich liebe das, wenn die Leute mir erzählen, dass sie zusammen Fünf Freunde hören oder auch Huibu oder so, das ist großartig. Und es ist ja, wenn man jetzt so viel Zeit auch zu Hause verbringen muss oder eben nicht mehr mit den vielen Ablenkungen, die wir sonst so hatten vor dieser C-Phase in 2020, ist es natürlich auch schön, wenn die Leute mal wieder zurückfinden zu etwas mehr Ruhe und zu etwas mehr Genuss und nicht zugeballert. Und es muss nicht immer das mega effektvolle Bild sein mit 1000 Schnitten pro Sekunde. Sondern so geht Geschichten erzählen auch. Ja, das ist aber auch eine Sache, die hat sich auch ein bisschen entwickelt durch diese Netflix-Serien, finde ich auch. Weil da wirklich eben auch ganz andere Sachen erzählt werden, als ich komme ja ein bisschen, habe ja ein bisschen Drehbuch- und Fernseherfahrung gemacht und das hätte man früher alles nicht machen dürfen, nicht? Also alles das, was da gemacht wird, hätte der Produzent gesagt, geht alles nicht, ne? Guckt keiner, ne? Und diese Sachen, dass man wirklich, was du sagst, Entschleunigung, also sich irgendwie auf die Charaktere fokussieren, Anti-Helden in den Fokus nehmen, komplizierte Geschichten erzählen und so weiter, das kommt durch dieses durch diese Serien von Netflix und so weiter, die haben das auch so ein bisschen etabliert. Also ich glaube, die Produzentenseite wäre von sich aus nicht darauf gekommen, sondern eher wirklich so im Gegenteil, irgendwie so Alarm für Cobra 11 oder sowas, nicht? Also balla, balla, balla und schnell, schnell, schnell. Das gibt's ja auch, kommt auch gut an, aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall auch einen Markt für die andere Seite. Also ich merke das auch in meinem eigenen Seherverhalten, ne? Also wenn ich jetzt so ein Wochenende so trübe ist, jetzt geht die trübe Jahreszeit wieder los und Restaurants sind sowieso geschlossen, dann ist das für mich ein totales Highlight zu sagen, so heute kommt jetzt Ozark dran. Ja. Ne? Oder und also dann wirklich mehrere Folgen auch am Stück zu sehen und oder auch so ein, das fing ja mit den DVD-Boxen früher schon an, dass man sich mit Freunden getroffen hat, um irgendwie Serien ein ganzes Wochenende zu gucken oder sowas. Und das ist natürlich jetzt nochmal intensiviert. Also das Geschichtenerzählen als solches ist natürlich auch erstarkt, wenn das Leben, die eigenen Lebensgeschichten und Abenteuer, die man so vorhatte, begrenzt. Mhm. Es ist ganz schön, sich mal in andere Welten zu flüchten und zu sagen, was wäre denn, wenn? Jetzt können wir ja dankenswerterweise Hideaway-Boxen verlosen und vielleicht zum Abschluss vielleicht an euch beide die Frage, warum sollte denn jemand, also Interesse haben, das zu hören oder jetzt mitmachen, damit halt so eine Box gewinnt, was ist für euch der ausschlaggebende Grund, warum muss man Hideaway 2020 gehört haben? Vielleicht erstmal die Idee gehabt hat, vielleicht Hilla, warum muss jeder Hideaway gehört haben? Aus deiner Sicht? Jeder muss Hideaway gehört haben, weil es so viele Geheimnisse gibt in der Psyche der Menschen, in dem Umgang miteinander, in Wahrnehmungsebenen, in der Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele bin ich überhaupt oder wo und wer sind die anderen? Und sich da reinzubegeben in diese Spannung auch, das kann ich nur jedem empfehlen, mit Charakteren, die wir alle auf die Dauer auch wirklich richtig gern gewinnen und mit denen wir mitfiebern, mitleiden.
die wir anfeuern. Deswegen kann ich das wirklich jedem empfehlen. Christian? Ja, ich finde, das ist einfach durchgehend spannend und macht Spaß zu hören. Also es ist jetzt auch nicht irgendjemand sagte vorhin irgendwie was, dass er das mit dem Humor gut fand, Wolfgang Barrow oder so. Das ist eben so ein Grundding bei mir, was ich, was so meinem Naturell entspricht, dass ich halt immer denke, auch so in so tragischen Szenen oder nicht so witzigen Szenen oder so, gibt's auch immer eine humorvolle Komponente. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also ohne, dass es lächerlich wird, aber dass man eben auch so diesen Humor oder die andere Seite da drin auch so sieht. Und das ist auch was, was mir als Autor viel Spaß macht, sowas zu machen. Und das konnte ich hier auch machen. Und von daher glaube ich, das lohnt sich schon, das zu hören. Und geschenkt, ne? Ich meine, hallo. Ja, das ja, das sowieso. Wir haben jetzt gar nicht erwähnt, natürlich habt ihr Top-Sprecher, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Wir werden auf die Seite verlinken von Hideaway, da kann man das nachlesen. Also ja. Wolfgang Barrow, den der eine oder andere aus gute Zeiten, schlechte Zeiten kennt, als den fiesen Jo Gerner. Also ich habe das nie gesehen, mir wurde das gesagt, dass er der fiese Jo Gerner ist. Ja, interpretiere ich das jetzt mal. Der fiese und vielschichtige, ja. Genau. Herr Kluckert, ganz gespannt. Bekannter Synchronsprecher in Deutschland. Ihr habt die Musik durch ein Symphonieorchester eigens einspielen lassen, eigens komponiert. Also das kann man alles nochmal nachlesen. Ist einfach, das haben wir jetzt hier gar nicht erwähnt, dass dann den Link setzen wir, dann kann sich das der geneigte Zuhörer also alles nochmal durchlesen. Also ja klar, aber so viel Aufwand können wir noch, wir können noch 5 Stunden weiter. Ja, genau. Und morgen auch nochmal. Also genau. Es ist Wie geht's denn, Hilla, abschließend weiter? Also wir sind ja große Freunde des Hörspiels. Vielleicht einer auch der Gründe, warum wir auch seit über 10 Jahren in irgendwelche Mikros reinquatschen, weil wir das ein bisschen nachspielen wollen, natürlich mit anderen Hintergrund. Aber diese Erwachsenenschiene über eine eventuelle Hideaway-Fortsetzung wie dann 2, spoiler ich nicht, weil Raimon ja schon ganz fleißig ist dabei, Bilder von den Aufnahmen immer zu zeigen in den sozialen Netzwerken, dass es da weitergeht. Gibt's denn noch eine angedachte 3., 4., 5. Serie? Seid ihr da schon am Arbeiten? Kann man damit mehr rechnen? Also wir sind am, wir sind tatsächlich am, also wir sind noch am Diskutieren. Mhm. Welche der vielen Ideen es konkret finden, wird, oder? Am Finden und Diskutieren und am natürlich auch rechnen und gucken und lauschen und ja, also es ist eine sehr spannende Phase gerade. Okay. Also auch meine persönliche Geschichte hier in diesem Arbeitszimmer hinter diesem Mikro ist gerade echt spannend. Meine Güte. Okay. Ja. Dann, mehr gibt es aber noch nicht zu sagen. Nee, so ist das ja ganz oft. Das ist ja schon der perfekte Teaser. Und vielleicht haben wir dann ja auch nicht das letzte Mal gesprochen, sondern können demnächst nochmal über ein weiteres neues Projekt sprechen. Und euch alles Gute, bleibt gesund, kann man in dieser Zeit wünschen. Und danke euch. Wir sind jetzt auch. Sehr gespannt auf die nächsten Episoden von Hideaway und meine persönliche Hypothese, die ich gerade so habe als Psychologe, ob die dann stimmt oder nicht. Genau. Binge-hören und Hörtagebuch schreiben. So ist das. Wir nerven dann mit unseren Eindrücken. Vielen Dank euch und bis demnächst. Ja. Danke euch. Ne? Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ne? Ja, also uns hat das unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen und mal hinter die Kulissen zu blicken. Irgendwie sind wir ja alle Audioproduzenten auch als Podcaster und deswegen war das für uns ganz, ganz interessant, mal mit Profis in Anführungsstrichen zu sprechen. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt alles so interessant, dass ich das gerne hören wollen würde, dann könnt ihr uns eine E-Mail mit dem Betreff Hörspiel schicken dieses Mal. Und diese E-Mail schickt uns bitte bis zum 29. November 23.59 Uhr. Und dann losen wir unter allen Einsendern aus und es gibt, wie gesagt, 5-mal Boxen mit den CDs von Hideaway und wir drücken jetzt schon mal allen die Daumen, die mitmachen beim Gewinnspiel, also das Stichwort oder den Betreff Hörspiel an info@huxler.com bis zum 29. November 23.59 Uhr. So, Alex, und jetzt müssen wir natürlich noch die Story der Woche auflösen. Da war doch noch was. Mhm. Die Auflösung. Ein Jamais-vu-Erlebnis, also das Gegenteil von einem Déjà-vu, ein Erlebnis, wo man
eine vertraute Umgebung nicht mehr erkennt für einen Moment, gibt es tatsächlich. Und zwar auch unter genau dieser Bezeichnung. Das kann eine Begleiterscheinung, ein Anfallssymptom sein bei partieller, komplex fokaler Epilepsie des Schläfenlappens. Mhm. Es kann aber auch als psychologisches Phänomen auftreten und ist aber dann natürlich im Gegensatz wie andere Symptomatiken oder andere Erkrankungen bei Reflexion, also wenn man drüber nachdenkt, wieder erkennbar. Das heißt also, man erinnert sich dann doch wieder nach einer Weile, wie es ja auch beim Déjà-vu-Erlebnis manchmal ist, also dass man es dann doch wieder irgendwie besser einordnen kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. So ist das auch bei dem Erlebnis. Aber es ist natürlich ein bisschen gruselig, wenn einem das auf einmal passiert. Also das kann auftreten, auch bei gesunden Menschen, zum Beispiel bei Erschöpfungszuständen oder so für einen Moment. Also schon auch eher unter Belastung und nicht einfach so aus heiterem Himmel. Aber ja, ein interessantes Phänomen. Ich bin ganz froh, dass mir das bisher noch nicht passiert ist. Ja, unterstreicht, habe ich auch noch nicht gehabt. Spannend. Ja, damit sind wir am Ende der 264. Episode. Uns bleibt natürlich wie immer uns zu bedanken. Auf Instagram haben wir gepostet, wir haben neue Halterungen für unsere Headsets jetzt auch noch angeschafft. Also das Studio wird immer weiter aufgebaut. Ihr unterstützt uns da einfach so großartig. Dafür können wir nur Danke sagen. Auch die Geschenke von der Wishlist, die wir immer wieder bekommen, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich die Unterstützer, die uns mit kleinen und großen finanziellen Summen unterstützen. Das hält das ganze Projekt am Leben. Wir hören uns im November auf jeden Fall nochmal wieder. Und was wir jetzt schon ankündigen können, da haben wir noch kein Datum, aber wir werden Ende des Jahres nochmal so eine Art virtuelles Hörertreffen machen, wo ihr uns dann auch nochmal Fragen stellen könnt, die euch auf den Nägeln brennen. Das Ganze werden wir dann über Twitch machen. Das heißt, dann nutzen wir mal die Infrastruktur von Tommy Krabbeis und dann gibt es einen Hoaxilla, fragt uns, was ihr möchtet und dann gucken wir in den Chat rein und ihr könnt uns Fragen stellen und dann können wir so ein bisschen gemeinsam das Jahr-Revue passieren lassen und wenn ihr Fragen nochmal an uns habt, dann beantworten wir die gerne. Genauer Termin kommt noch. Wir wollen aber noch darauf hinweisen. Und weil es gelegentlich jetzt angefragt wurde, ja, die Ferngespräche kommen auch alle. Das ist einfach ein Zeitfaktor. Ja, das muss ja auch alles dann nochmal produziert und fertig gemacht werden. Aber wir geloben Besserung, dass jetzt mal in schneller Folge demnächst die noch nicht veröffentlichten Ferngespräche als Podcast bei uns in der Sendung vorkommen. Dann hauen wir euch irgendwann die noch ausstehen, einfach um die Ohren. Genau. So, hintereinander weg. So machen wir das. genau. Und damit sind wir am Ende. Wir hören uns im November nochmal. Und dann, wie gesagt, zwei Folgen im Dezember. Und nebenbei gibt es ja das neue Format, den Pärchenabend, den wir mit Tommy gemacht haben. Das gibt es allerdings nur auf Twitch. Und in der kommenden Woche das erste Mal das Format, wie Tommy es genannt hat, alle bekloppt, wo ich mit Sophia, Tommys Ehefrau, die auch Diplompsychologin ist, etwas über Psychologie spreche und auch Fragen zum Thema Psychologie aus dem Chat beantworten werden. Das ist dann auch auf Twitch. Da gucken wir mal. Ob euch das Spaß macht, ob uns das Spaß macht, das probieren wir einfach mal aus. So. Genau. Bleibt gesund und vor allen Dingen immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.